Breaking News. Herzlich willkommen zu einer Bild-Sondersendung. Es ist Deutschlands größte Corona-Panne. 900 Menschen sind positiv auf Corona getestet worden, wissen aber nichts davon. Das seit Tagen, das seit Wochen. Sie stecken Tag für Tag weitere Menschen an. Passiert das Ganze in Bayern, ausgerechnet Bayern, wo man sich ja brüstete, damit die Corona-Pandemie im Griff zu haben und einen Macher als Ministerpräsidenten zu haben, nämlich Markus Söder. Er war der Krisenmanager in dieser Corona-Krise. Ja, und jetzt dieser Skandal. 900 positiv getestete Personen sind also irgendwo da draußen in Bayern. 44.000 Reiserückkehrer, die sich auf bayerischen Autobahnen haben testen lassen, haben immer noch nicht ihr Ergebnis. Das Ganze muss erklärt werden, wird heute erklärt und wir übertragen hier live. Zuerst die Pressekonferenz der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel in wenigen Minuten. Sie wird berichten, wie es zu dieser Panne kommen konnte. Es liegt da uns auch schon das Live-Signal vor. Wir gehen sofort nach München, sobald dort etwas passiert. Und dann wird vermutlich auch im Laufe des Tages der bayerische Ministerpräsident vor die Mikrofone treten. Und auch das werden wir natürlich übertragen und die Erklärungen übertragen der bayerischen Staatsregierung, wie es dazu kommen konnte, dass es so eine starke Verzögerung bei der Übermittlung der Corona-Testergebnisse kommen konnte. All das jetzt gleich. Und wir wollen schon ein wenig darüber reden mit Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur hier bei Bild. Hallo Paul, willkommen hier im Studio. Ja, das klingt alles nicht wirklich gut. Das klingt nicht danach, dass Bayern wirklich die Testergebnisse, die Tests und Corona im Griff hat. Könnte das tatsächlich politisch problematisch werden für den Ministerpräsidenten? Es gibt ja schon Rücktrittsforderungen in Richtung der Gesundheitsministerin. Aber wie sieht es da mit Markus Söder aus? Fangen wir da mal an. Ja, Moritz, es ist absolut problematisch für den bayerischen Ministerpräsidenten. Und da geht es eben nicht alleine um die Gesundheitsministerin. Das hat Markus Söder zwar am Anfang, so scheint es zumindest, versucht, indem die Gesundheitsministerin plötzlich eine Corona-Pressekonferenz geleitet hat. Und wir erinnern uns an die vergangenen Monate, wenn es um Corona ging, da stand immer Markus Söder an den Mikrofonen. Also erstmal das, dass man ihn so ein bisschen als feige bezeichnet hat, das kam schon von der Opposition, von der FDP, dass er sich da jetzt wegduckt. Das soll sich jetzt ändern. Was wir hören ist, dass gegen 17 Uhr offenbar eine Pressekonferenz mit Markus Söder geplant ist. Jetzt sehen wir gleich die Gesundheitsministerin, aber er will sich dem stellen, er muss sich dem auch stellen. Und nicht nur als bayerischer Ministerpräsident, sondern eben auch als derjenige, der schon als Kanzlerkandidat gehandelt wird und ganz Deutschland auf ihn schaut, insbesondere seine politischen Konkurrenten Armin Laschet, Jens Spahn. Man kann sich vorstellen, dass die sich doch schon ein bisschen freuen, denn bislang war es immer so, dass Markus Söder Druck gemacht hat auf sie, hat sich lustig gemacht über Armin Laschet, über Heinsberg, über den Karneval, über Tönnies und das auch öffentlich gemacht teilweise. Er hat vom Hotspot Heinsberg zum Beispiel gesprochen und er hat immer darauf verwiesen, dass er eben der stärkste, der härteste und der Sicht ja auch vieler Deutsche bislang der beste Krisenmanager war. Und jetzt ausgerechnet dieser Skandal in Bayern, und das ist schon eine richtige Bombe, muss man sagen, oder eine tickende Zeitbombe, denn man weiß ja momentan noch nicht, wo sind diese 900 Menschen. Also die können schon viele andere infiziert haben in den vergangenen Stunden, Tagen. Und jetzt muss man die auftreiben, versuchen sie anzurufen und zu sagen, ganz, ganz schnell in Quarantäne. Also das wird an ihm hängen bleiben, denke ich. Das wird schwer. Und das auch, weil er halt so ausgeteilt hat in den letzten Wochen und sich dargestellt halt als Macher. Und das hat er in vielen Live-Pressekonferenzen immer wieder getan. Und in eine solche Pressekonferenz schauen wir jetzt noch mal rein, in der Markus Söder erklärt, wie Bayern testet und wie Bayern sich präpariert dafür, dass Reiserückkehrer wieder nach Deutschland kommen. Wir brauchen zweitens verpflichtende Tests an Flughäfen, unbedingt und zwar so schnell wie möglich. Verpflichtend, aber auch kostenlos an den Flughäfen. Wir bereiten alles vor, jetzt hat, wenn der Bund uns die Rechtsgrundlage gibt, es muss über das Infektionsgesetz des Bundes gemacht werden, wenn es geht, dass wir sofort auf den Startknopf drücken können.
Wir agieren aber nicht nur an den Flughäfen. Wir werden Folgendes zusätzlich jetzt anbieten. Noch nicht verpflichtend, weil wir das rechtlich nicht können, aber freiwillig. Sowohl für Auto als auch für Bahn. Bei vielen, die zurückkehren, gerade beim Auto, werden wir an den drei großen Strecken Walserberg, Pocking und Kiefersfelden in der Nähe der Grenze Teststationen aufbauen, sodass sich jeder dort testen kann. Gäbe es eine Verpflichtung, wäre es leicht, aber wir bieten das jetzt an, um dort ein schnelles Ergebnis auch zu haben, leiten es auch weiter. Es können sich auch Leute testen lassen, die nicht aus Bayern sind. Ausdrücklich. Wir leiten das Ergebnis dann, wenn es so ist, weiter. Weil normalerweise wäre es nur für die Bayern, aber wir wollen da an der Stelle auch Amtshilfe leisten. Und wir werden das auch im Hauptbahnhof in München und in Nürnberg machen, weil es viele auch Bahnreisende gibt. Wir bitten auch herzlich sehr, dass die Bahn darauf achtet, dass die Hygienemaßnahmen in der Bahn eingehalten werden, also Mund-Nasen-Schutz. Aber dann werden wir noch in den beiden Hauptbahnhöfen uns entsprechende Möglichkeiten erarbeiten und bieten, damit man dort auch die Testkapazitäten haben kann. Ja, und da hat er noch mal schnelle Testergebnisse versprochen, Markus Söder, dort in der Pressekonferenz. Das hat nicht geklappt, mindestens in 44.000 Fälle. So viele Menschen warten nämlich jetzt noch auf ihr Testergebnis. Was wissen wir bisher, was zu dieser Panne geführt hat in Bayern? Es sieht momentan danach aus, dass es vor allem damit zu tun hat, dass das Ganze sehr übereilt passiert ist. Und das kann natürlich vor allem auf den politischen Druck auch zurückzuführen sein, dass Markus Söder eben gesagt hat, wir testen, testen, testen. Er hat in einer anderen Pressekonferenz in der letzten Woche gesagt, dass man in Bayern bis Ende August theoretisch 200.000 Menschen gleichzeitig testen lassen will. Und das kostet natürlich Kapazitäten, denn man muss sich vorstellen, in vielerlei Fällen wird das Ganze sozusagen händisch weitergeleitet. Da gibt es kein automatisiertes Verfahren offenbar. Es gab dort mehrere Pannen, die dazu geführt haben. Und die Frage ist sozusagen, hat Markus Söder und hat das Gesundheitsministerium in Bayern da etwas versprochen, was rein technisch zumindest Stand jetzt oder Stand damals nicht zu halten war, aus politischen Gründen. Und das ist eine sehr heikle Fragestellung. Und er hat ja, wie er da mehrfach betont hat, eben nicht nur Bayern Sicherheit versprochen durch diese Tests, sondern hat da ganz großmütig gesagt, ja, auch Nicht-Bayern dürfen sich testen lassen. Also er hat sozusagen Sicherheit für ganz Deutschland versprochen. Und das holt ihn jetzt massiv wieder ein. Du hast ihn angesprochen, den politischen Druck oder den politischen Willen, der nach außen verkündet worden ist. Und dann der Druck auf diejenigen, die dann letztendlich die Tests haben durchführen müssen. Und das ist nämlich das Bayerische Rote Kreuz. Wolfgang Obermeier, der stellvertretende Landesgeschäftsführer, hat sich zu diesem Skandal und zu dem Druck, unter dem das Rote Kreuz da auch arbeiten musste, geäußert. Wo sind die Ursachen für diese Pannen? Und wie ich bereits ausgeführt habe, sind die Ursachen natürlich nicht in den Erhebungsprozessen an den Teststationen gelaufen, sondern sind basieren darauf, dass die Medien, die eingesetzt werden können, dass wir natürlich in Papierform sozusagen die Erfassung der persönlichen Daten vorgenommen haben und natürlich bei 67.000 erhobenen Daten, dass ein Riesenmengenproblem war, dass wäre von vornherein günstiger gewesen, wenn hier ein digitales System zur Verfügung gestanden wäre. Unsere Verantwortlichen vor Ort haben sofort darauf hingewiesen, ob ein digitales System für so ein großes Projekt mit zur Verfügung steht. Zu dem Zeitpunkt, als Ende Juli, Anfang August dies gestartet worden ist, stand kein digitales System eben für diese Erfassungen dezentral zur Verfügung. Ja, die Verantwortung für den Testungsprozess und für den Kommunikationsprozess oblag den Gesundheitsbehörden, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel. Also ist primär zu schauen, was in diesem Amt nicht funktioniert hat. Also auch da die Fehlersuche beim Gesundheitsministerium, hier vom Bayerischen Roten Kreuz, Wolfgang Obermeier. Digitalisierung hat da wohl noch nicht so ganz stattgefunden in diesem Prozess. Es sollen tatsächlich Bleistifte mit dafür verantwortlich sein, dass es zu dieser Panne kommen konnte. Ja, Moritz, und das ist natürlich insbesondere in einem Land wie Bayern schon sehr interessant zu hören, dass das Ganze händisch passiert ist. Denn Bayern rühmt sich ja als Hochtechnologie-Bundesland und Markus Söder verweist sozusagen immer auf die großen Digital- und Hochtechnologieprojekte, die Bayern auch in den nächsten Jahren noch vorhat. Also als Muster
Beispiel für andere. Deswegen ist es natürlich umso peinlicher, dass da über 67.000 Tests sozusagen händisch ausgewertet werden mussten, dass es dann diese Bleistiftpanne gab. Also da sind sehr, sehr viele Fragen offen und ich denke, das wird die politische Konkurrenz nutzen und versuchen, neben der Gesundheitsministerin, nämlich auch Markus Söder unter Druck zu setzen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn da sozusagen auch der erste Schuss von Olaf Scholz kommen könnte, dem SPD-Kanzlerkandidaten. Denn, wie gesagt, Markus Söder könnte sein Konkurrent ums Kanzleramt werden. Also in diese Pandemiesituation kommt jetzt auch so ganz langsam oder auch merklich der Bundestagswahlkampf 2021 mit der Kandidatur von Olaf Scholz, ja, und der Vermutung und dem Rennen auch um den Parteivorsitz in der CDU. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann Söder jetzt damit umgehen? Also du hast es schon eingangs angesprochen, es sieht sehr unglücklich aus, dass jetzt erst die Gesundheitsministerin vor die Kameras treten wird und dann Markus Söder. Markus Söder sollte ja eigentlich heute woanders sein und einen eigentlich schönen Termin ableisten. Was war da geplant für heute? Ja, ich denke, Markus Söder hat noch großes Glück gehabt, dass diese ganzen Pannen nicht erst heute öffentlich geworden sind, denn eigentlich hatte er vor, Daniel Günther, den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, zu besuchen. Da waren schöne Bilder auf dem Meer geplant, ein Besuch der Robbenstation und viele Dinge, die nichts anderes sind als natürlich ein Wahlkampftermin und ein Zeichen an die CDU. Guck mal, ich, der Bayer, der Konservative, der CSU-Chef, kann sogar mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, den viele in der CDU sozusagen in dem eher ja zumindest nicht besonders konservativen Lager vermutet haben. Wenn das passiert wäre, wir stellen uns vor, Markus Söder wäre jetzt da in einer Seehund-Robben-Station und die Gesundheitsministerin müsste diese Pannen erklären. Das wäre dann tatsächlich der Super-GAU. Das hat er früh genug erkannt und hat diesen Besuch abgesagt. Das hilft ihm jetzt schon einmal. Und ich denke, das Problem war eher die erste Pressekonferenz gestern. Heute hat er ja bereits angekündigt, oder so hören wir zumindest, wird er sich äußern. Da kommt er gar nicht dran vorbei, denn das kann er nicht allein mit der Ministerin nach Hause gehen lassen. Dafür wird er sich als Ministerpräsident verantworten müssen, vor allem, weil er eben in dieser Corona-Zeit zu dem Thema so viel gesagt hat. Moritz, ich denke, man sieht natürlich, was für ein schwieriges Feld die Corona-Krise ist und man sieht, in wie viel Minenfelder man dort treten kann. Nicht nur Markus Söder, sondern wir haben das in der Vergangenheit auch bei anderen gesehen. Armin Laschet im Tönnies-Skandal zum Beispiel, wobei da Laschet gar nicht so sehr viel für konnte. Aber dennoch ist das am Ende alles mit ihm nach Hause gegangen und am Ende werden die Politiker dort zur Verantwortung gezogen. Das heißt, das Kanzlerrennen oder das Kandidaturrennen ist sowas von offen. Und jederzeit kann gerade in dieser Krise ein Politiker unter Druck geraten, was dann dazu führt, dass andere Konkurrenten plötzlich wieder alle Chancen haben. Über die politischen Dimensionen sprechen wir gleich nochmal. Wir schauen auf das Signal, das uns erreicht aus München, aus dem Gesundheitsministerium. Da warten wir auf Melanie Hummel, die Gesundheitsministerin, ja, mit ihrem Statement, mit ihrer Pressekonferenz zu diesem Paukenschlag, zu dieser Bombe aus Bayern. 900 Corona-Infizierte laufen dort rum, ohne es zu wissen. Und man kann nur beten, dass die sich an die Regeln gehalten haben. Regel wäre nämlich, bis man dann ein negatives Testergebnis bekommen hat, hat man zu Hause zu bleiben. Die Frage ist nur, wie viele sich von diesen 900 dran gehalten haben. Vor Ort ist Jörg Völkerling für uns. Er ist an einer Teststation in Bayern. Und Jörg, du hast den Betrieb dir dort angeschaut, hast geschaut, wie das dort vonstatten geht. Was hast du für Beobachtungen gemacht? Da weht heute ein anderer Wind, kann man fast sagen, so laut wie es hier ist. Und der Autobahnwind, der mir hier um die Nase bläst, so rüde ist der Ton inzwischen bei den Teststationen. Ich bin jetzt hier in der Raststätte Inntal Ost an der A93 bei Kiepersfelden. Seit Dienstag hat ein privater Betreiber die Tests übernommen, ausgerechnet ein Analyselaborbetreiber aus Luxemburg, Eurofins. Luxemburg, das ja selber ein Corona-Risikogebiet in Europa ist.
Und da ist es nicht mehr so wirklich erwünscht, dass man bei den Tests den Mitarbeitern über die Schulter schaut. Am Samstag in Passau sah das noch ganz anders aus. Das Rote Kreuz war sehr offen zugänglich. Man konnte da die Abstriche begleiten, man konnte Familien befragen. Das alles ist jetzt hier nicht mehr möglich. Man wird sogar von der Polizei damit konfrontiert, man müsse eine Drehgenehmigung extra für eine Raststätte, für einen Parkplatz einholen. Alles sehr ungewöhnlich. Man merkt den Druck, der offenbar hier auch politisch entstanden ist. Vom Ablauf kann man allerdings sagen, scheint sich etwas geändert zu haben. Es war am Samstag noch so, dass die Leute bei Passau auf diesen Rastplatz gefahren sind, zu Fuß dann zu dieser Teststelle gegangen sind. Da standen sie erstmal in einer langen Reihe. Nicht immer wurden da die Abstände eingehalten an einem Zelt. Dort nahmen sie Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Empfang, gaben ihnen Zettel, die sie dann an drei Stehtischen vor drei Zelten auszufüllen hatten. Dann gingen sie da durch. Nach ca. 45 Minuten war das Ganze vorbei und ihnen wurde signalisiert, wenn ihr positiv seid, kriegt ihr innerhalb von 24 Stunden einen Anruf. Heute ist das jetzt so, dass die Leute direkt hier an der Grenze nach Österreich, sie kommen aus den Urlaubsgebieten, fahren dann, wenn sie das möchten oder auf einem Risikogebiet kommen, auf diesen Parkplatz, werden dann von Mitarbeitern von Eurofins angehalten im Auto. Man fragt sie, wollt ihr einen Test machen lassen oder nicht? Wenn nicht, dann fahren sie direkt weiter zur Einreisekontrolle der Bundespolizei. Wenn doch, dann müssen sie nach rechts abbiegen. Da sind drei, vier Warteschlangen für Autos. Und nacheinander werden die Autos dann nach vorne gerufen. Da steht ein Zelt vom Technischen Hilfswerk. Und Mitarbeiter in Voll-Corona-Schutzanzügen nehmen dann mit Stäbchen von den Insassen der Wagen die Tests. Das heißt, die Passagiere der Autos verlassen das Fahrzeug erst gar nicht. Und es ist inzwischen auch versprochen, dass alles digitalisiert ist. Also es entfällt wohl diese Zettelwirtschaft, dieses Bleistift-Chaos, sondern das wird alles über die App geregelt. Und nach, sagen wir mal, vielleicht 20 Minuten Verweildauer fahren die Leute dann hier wieder runter vom Parkplatz und weiter Richtung München. Jörg Völkerling, wenn du die letzten Tage, die letzten Wochen, Monate dir anschaust, hattest du da auch das Gefühl dort in Bayern, wenn du dir die Teststation angeschaut hast, dass das alles, nun ja, was, wie wir es gehört haben vom Deutschen Roten Kreuz, dann Bayerischen Roten Kreuz, dass es dann doch zu abrupt alles vonstatten ging, der Druck zu hoch war, die Menge zu hoch war und man das nicht richtig handeln konnte. Definitiv, das Rote Kreuz musste ja diese Teststation innerhalb von einem Tag aus dem Boden stampfen. Es mussten Ehrenamtliche rekrutiert werden. Allein in Passau waren das 70 Ehrenamtliche, die da in der Gluthitze geschuftet haben. Und die müssen sich jetzt beschimpfen lassen, sozusagen, dass sie dran schuld wären. Aber aus meiner Beobachtung, die haben wirklich alles Menschenmögliche getan. Man muss sehen, es waren 4.000 Tests allein am Samstag in Passau zu bewältigen. Diese Menge, da gab es keine Erfahrungswerte. Das musste auf Sicht gefahren werden. Viele Leute kamen ja auch gar nicht aus Risikogebieten, sondern haben einfach die Möglichkeit für einen Gratistest mitgenommen. Und deswegen ist es ein bisschen ungerecht, jetzt dem Bayerischen Roten Kreuz einen Vorwurf zu machen. Es ist so, dass mir gezeigt wurde, die Proben kamen dann in solche Styroporbehälter. Da stand A3 Passau drauf, wurden dann in einem Kühlwaggon-Anhänger sozusagen gelagert. Und es hieß, einmal am Tag kommt dann ein Kurier des Labors aus Ebersberg bei München und holt diese Proben dann ab. Und es scheiterte wohl auch letztlich nicht daran, dass die Proben nicht schnell genug bearbeitet werden konnten, sondern tatsächlich an der Lesbarkeit der Formulare, an der händischen Ausfüllung und daran, dass das Bayerische Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit nicht in der Kürze der Zeit in der Lage war, eine Software, eine funktionierende, aus dem Boden zu stampfen, um dann wirklich den Getesteten ihre Ergebnisse rasch mitzuteilen. Wenn du dich umgehört hast bei den Menschen, einmal natürlich in den Schlangen dort an den Teststationen, aber auch grundsätzlich in Bayern, inwieweit haben sie denn reagiert auf das, was wir gerade mit Paul Ronsheimer besprochen haben, dem Macher Markus Söder? Wie haben sie auf den Ministerpräsidenten, auf die Ankündigung ja in den letzten Monaten recht häufigen Pressekonferenzen reagiert? Fühlten sie sich gut durchgeführt durch diese Pandemie? Naja, da ist ein gewisser Stimmungswandel eingetreten. Ich habe ja mit einem Betroffenen, der seit 11 Tagen auf sein Testergebnis wartet, gesprochen, der ein bisschen hämisch sagt, naja, Söder war immer so der Musterschüler in Sachen Corona. Und jetzt so eine Pleite, so eine Panne. Aber man muss sehen, da hängen Schicksale dran, Menschen.
die einfach gar nicht wissen, können sie wieder zur Arbeit gehen? Was ist mit ihnen? Stecken sie jetzt andere an? Die sind dahin gefahren mit der Gewissheit, wir tun unseren Teil und der Staat tut bitte auch seinen Teil dafür, dass wir schnell ein Ergebnis bekommen. Und noch am Samstag war eigentlich das Feedback von allen, die ich gesprochen habe bei diesen Tests, das läuft gut, wir kommen hier in 45 Minuten durch. Das Rote Kreuz hat den Kindern noch Lollis geschenkt, wenn es zu ungeduldig wurde. Also da waren alle voller Hoffnung, haben sich gefreut, jetzt quasi diese Gelegenheit gratis mitzubekommen. Jetzt ist das wie so ein Pyrrhus-Sieg für die, weil sie sagen, na, da haben wir uns jetzt ein Ei gelegt, obwohl wir gar nicht im Testgebiet waren, hängen wir jetzt in den Seilen. Es ist tatsächlich so, dass mit allen, die ich am Samstag gesprochen habe und die ich heute nochmal angerufen habe und gefragt habe, wie sieht es denn aus? Zeigt euch die App etwas an? Habt ihr einen Anruf bekommen? Alle unisono sagen, nein, die App zeigt nichts an, die App zeigt keinen Befund, liegt vor und ein Anruf ist auch nicht gekommen. Also das schafft wahnsinnige Frustration. Jörg Völkerling, erst einmal ganz herzlichen Dank für deine Schilderungen. Wir kommen im Laufe dieser Sendung sicher noch einmal zu dir. Wir gehen nach München zu Daniel Krämer. Er ist Leiter der Bild München Redaktion und jetzt live zugeschaltet. Daniel, das ist tatsächlich ein Skandal. Das ist eine sehr erschütternde Nachricht dort aus Bayern, aus München, mit diesen Infizierten, 900 an der Zahl, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Sie sollten es eigentlich wissen, so hat uns ja Jörg Völkerling gerade erzählt. Ein Anruf nach 24 Stunden wurde ihnen versprochen, wenn sie denn positiv getestet worden sind. Wie reagieren die Münchner auf die Nachrichten der Zeit? Ja, es ist schon so ein bisschen, dass man sich ein bisschen wie ein verlorenes Spiel der Bayern oder sowas fühlt man sich natürlich. Auch das ist, was man in München natürlich hört, weil man natürlich auch in Bayern stolz war, wie gut Bayern die Krise gemanagt hat und natürlich auch eine starke Identifikation noch mehr stattgefunden hat in den letzten Monaten zu Markus Söder, zur CSU und zu Bayern und dem, wie man hier durch die Krise ja marschiert ist. Daniel, was konntest du denn von den Menschen in Erfahrung bringen, die sozusagen die Ankündigungen von Markus Söder ausführen mussten? Wurde da unisono gesagt, okay, das sind gute Maßnahmen, Tests auf Autobahnen, gute Maßnahme, das kriegen wir alles hin? Oder hörte man da beispielsweise beim Bayerischen Roten Kreuz dann doch schon Töne, nun ja, wie sollen wir das alles schaffen, wie sollen wir das vor allem alles auswerten? Nein, ich glaube, man hat da selber auf den eigenen Erfolg auch gesetzt und auch gehofft. Und wenn alles so gut läuft und man die Rennstrecke runterfährt mit 200 km/h, dann glaubt man vielleicht nicht, dass man dann sowas Profanem wie einer Teststation und der Durchführung der Tests stolpern kann. Man hat, glaube ich, tatsächlich gedacht, man schafft das. Ich glaube auch immer noch, man wollte ja was Gutes damit machen. Man wollte also vielleicht auch den letzten Beweis im Bundesvergleich bringen, dass man das besser kann als alle anderen. Als dann vor 2 Tagen die ersten Nachrichten kamen und wir nachrecherchiert haben, wo es hieß, man weiß gar nicht, wo die Teststationen hin sollen und dass auch bei den bestehenden Teststationen immer mehr Leute auf uns zukamen und sagten, wir haben noch gar kein Ergebnis. Es ist jetzt 48 Stunden, 3 Tage, 4 Tage her. Als da die Rückfragen ans Ministerium gingen, kamen so bei uns in der Redaktion die ersten Zweifel auf, dass da irgendwie Sand im Getriebe sein müsste. Aber glaube ich, bis man das selber im Ministerium dann gemerkt hat, hat es nochmal 48 Stunden gedauert. Und wir hören noch einmal rein in einen O-Ton, in ein Interview mit Wolfgang Obermeier, stellvertretender Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes. Und er erklärt aus seiner Sicht den Stand der Dinge. Also ich habe noch nicht entnommen, dass uns von der Landesregierung der Schwarze Peter zugeschoben worden ist, sondern dass hier die Fragen auftauchen, wo sind die Ursachen für diese Pannen? Und wie ich bereits ausgeführt habe, sind die Ursachen natürlich nicht in den Erhebungsprozessen an den Teststationen gelaufen, sondern sind basieren darauf, dass die Medien, die eingesetzt werden können, dass wir natürlich in Papierform sozusagen die Erfassung der persönlichen Daten vorgenommen haben und natürlich bei 67.000 erhobenen Daten, dass ein Riesenmengenproblem war, dass wir von vornherein günstiger gewesen, wenn hier ein digitales System zur Verfügung gestanden wäre.
Unsere Verantwortlichen vor Ort haben sofort darauf hingewiesen, ob ein digitales System für so ein großes Projekt mit zur Verfügung steht. Zu dem Zeitpunkt, als Ende Juli, Anfang August dies gestartet worden ist, stand kein digitales System eben für diese Erfassungen dezentral zur Verfügung. Die Absprache war, dass die Gesundheitsbehörden, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel, diese Information mit vornimmt über ihre Kanäle. Also von daher ist es immer die Frage, welche Ressourcenausstattung hatten diese Behörden und sind sie in der Lage gewesen, dies zeitnah zu tätigen. Es scheint so zu sein, jetzt, wenn man den Daten oder der Pressekonferenz gestern aus dem Gesundheitsministerium zuhört, dass diese Quantitäten nicht zeitnah abgearbeitet werden konnten und diese Fristen, die natürlich inzwischen vorhanden sind, für eine zeitnahe Rückmeldung von positiv Getesteten inakzeptabel sind. Den Einblick, den ich vor Ort bei den Teststationen hatte, dass die Mitarbeitenden sehr korrekt die Reiserückkehrer darauf hingewiesen haben, dass sie ihre Daten korrekt mit eintragen sollen, aber das Ausfüllen natürlich oblag primär den Reiserückkehrern selber, dass da gegebenenfalls jemand dabei war, der sich auch einen Fake geleistet hat, das ist nicht auszuschließen, aber klar, Sie wissen, die Handschriften der Reiserückkehrer sind sehr unterschiedlich, dies gegebenenfalls in auch in einer angespannten Situation im Auto zu tätigen, ist nicht immer einfach, von daher, wenn von vornherein ein digitales System, das sofort überprüft werden hätte können, ein gutes System gewesen, das stand nicht zur Verfügung, jetzt muss man halt mit diesen Handicaps leben und schauen, dass dies möglichst zeitnah und schnell jetzt abgearbeitet wird, dass sich der Anteil derjenigen, die positiv getestet worden sind, heute sehr zeitnah jetzt auch mit informiert werden. Ja, die Verantwortung für den Testungsprozess und für den Kommunikationsprozess oblag den Gesundheitsbehörden, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel. Also ist primär zu schauen, was in diesem Amt nicht funktioniert hat. Und der Leiter dieses angesprochenen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, soll auch auf der Pressekonferenz auftreten oder vielleicht muss man auch schon fast sagen, sollte dort auftreten, denn Daniel Krämer, die Zeiten für diese Pressekonferenz und die Zusammensetzung der Pressekonferenz, auf die wir warten, die verändert sich offensichtlich gerade, richtig? Richtig, es hieß erst, dass um 14 Uhr Melanie Hummel zusammen mit dem angesprochenen Professor Zapf eine Pressekonferenz gibt und Markus Söder um 17 Uhr eine getrennte Pressekonferenz. Das hat im politischen München immer noch so die Gedanken offen gelassen, naja, was mit Melanie Hummel wird oder nicht wird. Jetzt hat man sich entschieden, um 15 Uhr gemeinsam vor die Presse zu treten, also Markus Söder und Melanie Hummel. Ich glaube, dass Markus Söder ja nun auch in seiner politischen Karriere gezeigt hat, dass er sehr schnell lernt, dass er seine Gesundheitsministerin, die ja auch eine Vertraute von ihm ist, jetzt nicht alleine stehen lassen wird. Ich glaube, dass es gleich einmal eine positive Meldung geben wird, in wie viele von den 900 sind erreicht worden. Und ich glaube auch, dass Markus Söder Melanie Hummel bzw. Melanie Hummel nicht zurücktritt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine Umstrukturierung gibt, einen Corona-Minister. Aber ich glaube, Markus Söder wird gleich die Flucht nach vorne antreten und seine Vertraute Melanie Hummel, die mal seine Staatssekretärin war, als er selber Gesundheitsminister war, nicht fallen lassen. Das ist, wie gesagt, mein Gefühl und was man so hört gerade. Heute Morgen hieß es aber noch, sie geht. Das ändert sich schnell heute in München. Spannender Tag heute in München. Daniel Krämer ist für uns live in München. Wir kommen gleich noch einmal zu dir, wollen aber genau darüber sprechen, dass offensichtlich ja der Macher dort, der Ministerpräsident, jetzt das Ruder wieder an sich gerissen hat und, sagen wir mal, diesen Fehler versucht wieder auszugleichen. Erst Pressekonferenz der Gesundheitsministerin, dann später er. Das heißt, er hat gelernt, er will jetzt wieder aktiv sein und nicht der Getriebene sein. Ja, es bleibt ihm gar keine andere Möglichkeit, als da jetzt klar Farbe zu bekennen und auch klar zu machen, wie er das Ganze jetzt ausbügeln will. Also dieser erste Versuch, zu versuchen, da nur seine Gesundheitsministerin vorzuschieben, der konnte eigentlich nur schiefgehen, denn dafür ist das Thema zu groß, dafür ist der Skandal zu groß, muss man sagen, denn 900 Menschen, die nicht wissen, dass sie positiv sind, ist ein Riesencase und das hat Markus Söder ganz offenbar erkannt. Ich glaube,
dass ihm auch nicht die Möglichkeit wirklich gegeben war, die Gesundheitsministerin fallen zu lassen. Denn das wäre aus meiner Sicht nur möglich gewesen, wenn man denn hätte sagen können, die Gesundheitsministerin hat da und dort einen klaren Fehler gemacht oder sie hat Markus Söder zu spät oder gar nicht informiert. Also wenn man das sagen könnte, dann gäbe es diese Möglichkeit. Moritz, aber man muss rein politstrategisch das natürlich auch so bewerten, dass wenn Markus Söder jetzt seine Gesundheitsministerin fallen lassen würde, so schnell und sagen würde, sie ist verantwortlich, dann gäbe es sofort danach zwei Debatten. Die eine ist, was hat sie denn falsch gemacht? Und die zweite Debatte wäre, will sozusagen Markus Söder nur Verantwortung von sich ablenken und ist sie sozusagen das Bauernopfer für ihn jetzt, um in dieser Corona-Krise weiter gut dastehen zu können. Also ich glaube, das hat er auch verstanden, dass das auch für ihn nicht so einfach wäre. Und dann kommt natürlich noch eine dritte Komponente hinzu, dass sie tatsächlich eine enge Vertraute ist. Und so jemanden lässt man natürlich auch nicht so schnell fallen. Und solche jemanden lässt man auch nicht fallen, wenn da schon die ersten Rücktrittsforderungen kommen. Beispielsweise von der FDP, von FDP-Fraktionschef Martin Hagen, dort in Bayern gegenüber der Bild-Zeitung. Personell, glaube ich, muss Markus Söder jetzt auch die Konsequenzen ziehen und seine Gesundheitsministerin entlassen, die von Anbeginn dieser Krise ja einen etwas überforderten Eindruck gemacht hat. Und Paul, auch die SPD fordert ja ihren Rücktritt dort in Bayern. Aber du würdest, wenn man es denn täte, nicht darauf wetten, dass wir heute eine zurückgetretene Gesundheitsministerin sehen. Nein, ich glaube daran nicht. Wie gesagt, es sei denn, es gibt eine klare Verfehlung. Ich glaube aber auch, dass aus rein strategischen Gründen es für Markus Söder oder die bayerische Landesregierung schwierig wäre. Denn wenn sozusagen jetzt fokussieren sich die Rücktrittsforderungen auf die Gesundheitsministerin, wer wäre das nächste Ziel der Opposition? Das wäre dann Markus Söder. Das heißt, allein aus strategischen Gründen macht es Sinn, an ihr festzuhalten, denn dann steht zumindest eine Frau noch vor Markus Söder, bis die Rücktrittsforderungen an ihn kommen. Also ich glaube, natürlich ist das auch so ein bisschen automatisiertes Verfahren in der Politik. Etwas läuft schief und man fordert den Rücktritt. Ja? Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was jetzt die Menschen so sehr bewegen, dass sie sagen, in Bayern jetzt muss die Gesundheitsministerin sofort zurücktreten. Klar, es geht um Verantwortlichkeiten, aber man muss eben auch fragen, wer hat denn da wirklich was genau falsch gemacht? Und es sieht ja vor allem danach aus, dass das Ganze eben sehr übereilt passiert ist und dass die Technologie fehlt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist natürlich nicht nur in Bayern der Fall, denn wenn wir da über zehntausende Tests sprechen, wie soll das denn so schnell ausgewertet werden? Das ist vielleicht auch ganz normal, aber das ist dann wichtig, dann dürfen natürlich Politiker wie Markus Söder uns keine falschen Versprechungen machen. Und ist es ja nicht nur so, dass er sozusagen diese Tests dort versprochen hat, vor ein paar Wochen, dass es diese an den Autobahnen gibt, sondern in einer Pressekonferenz letzte Woche auch noch davon gesprochen hat, dass bis Ende August 200.000 Tests pro Tag theoretisch in Bayern möglich sind, wenn sie notwendig sind. Und das hängt an seinem Konzept Testen, 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 was ja neben Markus Söder auch Jens Spahn immer wieder sagt. Aber man darf eben den Mund nicht zu voll nehmen. Und vielleicht hätte man sich mal informieren müssen, wie das Ganze denn umgesetzt werden kann mit dem Deutschen Roten Kreuz und ob es da genug Personal gibt und ob es ein digitales Verfahren gibt, das dazu führt, dass die Menschen dann auch informiert werden. Das ist, glaube ich, die große Panne, die hier passiert ist. Und das macht ihn angreifbar. Das macht ihn angreifbar für die politische Opposition vor dem Hintergrund, dass man sagen kann, ach so, ja, das ist der Markus Söder, der stellt sich immer als der knallharte Macher auf, verspricht viel, aber am Ende kann er sein Versprechen nicht halten und das ist politisch gefährlich für ihn. Und da muss er jetzt sozusagen durch und hat sich wohl entschieden, gemeinsam mit seiner Gesundheitsministerin da durchzugehen, als Team aufzutreten in der Pressekonferenz, die wir gleich in wenigen Minuten, in einiger Zeit erwarten. Das gibt uns Gelegenheit, nochmal zu sprechen mit Jörg Völkerling, für uns in Bayern unterwegs an diesen Teststationen, um die es ja geht, an der Bayerischen Autobahn, wo man sich testen lassen konnte und das Versprechen bekam, wenn Sie positiv sind, dann bekommen Sie innerhalb von 24 Stunden einen Anruf. Jörg, ist die Verbindung nach Bayern zu Jörg Völkerling dann doch abgebrochen. Wenn wir jetzt noch einmal schauen,
wollen zu Jörg Völkerling, der jetzt wieder da ist. Wunderbar, dann klappt das ja. Jörg, ich wiederhole die Frage nochmal. Keine Ahnung, ob du mich so verstanden hast. Also, du hast die angeschaut, die Teststation. Man hat versprochen, in 24 Stunden, binnen 24 Stunden kommt der Anruf positiv, dass man positiv ist. Ansonsten ist alles okay. Haben die Leute denn tatsächlich sich an die Regeln halten wollen? Haben sie gesagt, okay, ich warte auf diesen Anruf, bleibe zu Hause in Quarantäne, wie sich's gehört, wie es angewiesen wird? Oder hat man das dann doch etwas laxer gesehen? Wenn sie es nämlich laxer sehen, bedeutet das, dass die 900 positiv getesteten Personen ja irgendwo in München, in Bayern einfach so unterwegs sind und halt nicht zu Hause geblieben sind. Ich denke, dass da schon ein gehöriges Stück Laxheit auch mitgeschwungen ist. Man muss aber unterscheiden, dass auch unter den möglicherweise jetzt positiv Getesteten nicht unbedingt Rückkehrer aus Risikogebieten sind. Nur diese wären ja verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, bis ein Testergebnis vorliegt. Alle anderen, und das ist gerade an diesen Teststationen, wo ich jetzt war oder bin, das sind Rückkehrer aus Italien, aus Kroatien, aus den südlichen Ländern, die jetzt nicht unbedingt die Hotspots im Moment darstellen, die haben diese Testmöglichkeit erstmal als eine Gratismöglichkeit gesehen, die sie mitnehmen, um ihr Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Und weil ihnen auch gar nichts anderes gesagt wurde, ist die, mit denen ich gesprochen habe, die haben ihr Leben normal weitergelebt, wenn auch mit ein bisschen Grummeln im Bauch. Und der ganze Ablauf lässt ja an diesem Wort eines Pflichttests zweifeln. Also die Bundespolizei selber hat bei den Einreisen nur Stichprobenkontrollen gemacht, wo kommen die Leute jetzt eigentlich her. Manchmal wurde gefragt, kommen sie aus einem Risikogebiet, wenn das bejaht wurde, dann haben die so einen Zettel in die Hand bekommen, der ihnen dann sozusagen verdeutlichte, ihr müsst in häusliche Quarantäne, solange das Testergebnis vorliegt. Um aber keine 100 Kilometer langen Rückstaus zu verursachen, hat man, nur Stichproben gemacht. Dann an der A3 bei Passau war es so, erst 25 Kilometer später kam dann diese Raststätte Donautal-Ost, wo die Leute ja freiwillig abfahren konnten. Da waren dann von der Straßenmeisterei so Hinweisschilder aufgestellt worden, dass sie an der nächsten Station, Raststation rausfahren können, dass dort Covid-19-Tests angeboten werden und dass der Rastplatz in der Zeit für LKWs gesperrt ist, um einfach die Kapazität für die Fahrzeuge zu bieten. Wer das nicht wollte, auch wer aus einem Risikogebiet kam, der konnte einfach daran vorbeifahren. Und es wird kaum jemand kontrollieren können, wo die Leute ihren Urlaub wirklich verbracht haben. Also da sind sicherlich auch noch mehr unterwegs, die sich haben gar nicht testen lassen, obwohl sie aus einem Risikogebiet kamen. Und mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das waren sehr reflektierte, sehr verantwortungsbewusste Leute, gerade aus dem medizinischen Bereich, Zahnarzthelferinnen, Zahnärztinnen, also aus dem medizinischen Bereich, die einfach sagen, sie müssen Gewissheit haben für ihre Patienten. Die haben Urlaub gemacht in Kroatien und sagen, naja, uns wurde versprochen, nach einem Tag, wenn wir positiv sind, bekommen wir einen Anruf. Der kam nicht. Uns wurde gesagt, wir können die App aufrufen. Wir werden sehen, was rausgekommen ist und werden das negative Ergebnis auf dem Weg mitgeteilt bekommen. Auch das kam nicht. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der am 2. August getestet wurde, der täglich seine App bemüht hat und immer nur die Auskunft bekam, es liegt kein Befundbericht zu ihm vor. Und das, obwohl er zum Beispiel ganz konkret ein sehr schlechtes Gefühl hatte, weil er am Wolfgangsee war, in der Nähe von St. Wolfgang, wo es ja einen Corona-Ausbruch gab. Aber das sind alles Menschen, da hängen Schicksale dran, Familien, die müssen ihrer Arbeit weiter nachgehen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die war mit ihrer Familie in Kroatien, Dubrovnik zum Beispiel. Und ihr Mann ist Kraftfahrer, der muss weiterarbeiten. Also die gehen normal ihrer Arbeit nach und wissen nicht, ob sie möglicherweise diesen Virus in sich tragen. Und ob ihre Kinder in der Schule jetzt das schon weitergeben. Denn in vielen Bundesländern, in den meisten, haben ja die Ferien vorbei und die Schule hat wieder begonnen. Jörg, wir haben hier viel diskutiert über politische Verantwortung. Interessiert das die Menschen, mit denen du sprechen kannst, dort auf den Raststätten? Sagen sie auch, da muss jemand eine Verantwortung übernehmen, die Gesundheitsministerin oder der Ministerpräsident oder beide. Wird das diskutiert? Wenn man ehrlich ist, nicht wirklich. Man sieht ja auch viele Rückkehrer, die, also gerade jetzt die Hauptklientel, was Risikogebiete angeht, sind auch Menschen aus Bulgarien oder Rumänien, die dort gebürtig sind, die in Deutschland einfach arbeiten. Die sprechen erstens nicht sehr viel Deutsch, manche davon, und manche sagen auch, sie sind auch politisch nicht weiter interessiert. Aber bei den Urlaubern,
die jetzt in ganz Deutschland sich wieder verteilt haben, auch das kann man ja an einer Zahl ablesen. 60% dieser 900 Corona-Tests, die da jetzt nicht verlautbart wurden, sind ja aus dem Rest Deutschlands, nur 40% aus Bayern selbst. Die sagen, jetzt wollen sich nicht mit politischen Forderungen aus dem Fenster lehnen. Sie sagen höchstens mal etwas süffisant, naja, und das in diesem Musterland Bayern, wo man ja immer sagt, da funktioniert alles, da muss nur mit dem Finger geschnipst werden. Also da ist ein bisschen Sarkasmus dabei. Und höchstens fällt mal das Wort vom Corona-Musterschüler Markus Söder, der jetzt diese Ohrfeige zu verkraften hat. Jörg Völkerling, ganz herzlichen Dank für deine Schilderungen. Ja, fassen wir zusammen, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen über die größte Corona-Panne in Deutschland. 900 Menschen sind positiv auf Corona getestet worden, wissen aber nichts davon. Sie könnten Tag für Tag neue Menschen anstecken, Familienangehörige, Freunde, Mitarbeiter. Passiert das Ganze in Bayern, ausgerechnet in Bayern, wo man ja gesagt hat, wir achten auf den Schutz der Menschen in Bayern, aber auch in Deutschland. Wir sorgen uns um die Gesundheit in Deutschland. Besonders betont hat das Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der sich dargestellt hat in den letzten Monaten als Krisenmanager, der aber auch faktisch belegt, tatsächlich auch Erfolge zu verzeichnen hatte, aber auch Glück hatte. Anders als beispielsweise Armin Laschet in NRW. Dort gab es ja die Corona-Hotspots in den fleischverarbeitenden Betrieben. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel, sie wollte sich zu der Panne äußern, auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr. Jetzt heißt es wohl, dass es eine gemeinsame Pressekonferenz geben wird. Hier haben wir das Live-Bild, und zwar eine Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder und seiner Gesundheitsministerin. Dort haben wir schon das Live-Signal anliegen und wir warten jeden Augenblick darauf, dass sich dort etwas in München tut, und wir werden dann natürlich sofort dahin schalten. Politisch ist jetzt viel in Aufruhr. Man hört schon verschiedenste Meldungen, beispielsweise hier aus Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, er fordert Aufklärung und die Übernahme von Verantwortung von Markus Söder für diese Panne. Dann gibt es Rücktrittsforderungen, beispielsweise von der bayerischen SPD, dort auch vom Generalsekretär in Richtung der Gesundheitsministerin. Und auch die FDP Fraktion hat sich geäußert, und wir sprechen jetzt mit Martin Hagen, FDP-Fraktionschef in München. Ganz herzlich willkommen hier bei Bild. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, bei wem liegt denn jetzt die Verantwortung für diese Panne? Ist es die Gesundheitsministerin? Ist es der Ministerpräsident? Ist es das Bayerische Rote Kreuz? Das Bayerische Rote Kreuz, denke ich, kann man von der Schuld freisprechen. Ich finde es auch infam, die Verantwortung dorthin zu schieben, wo Ehrenamtler tätig sind. Unmittelbar verantwortlich ist natürlich die Gesundheitsministerin. Sie hat generell in der Corona-Krise bisher keine gute Figur gemacht. Das sieht man auch in der Staatsregierung so. Markus Söder hat eher zwischenzeitlich einen zusätzlichen Staatssekretär aus dem Innenministerium als Aufpasser an die Seite gestellt. Aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Und Markus Söder hat gerne andere Ministerpräsidenten belehrt, hat sich als Macher inszeniert und Bayern als Musterland in der Corona-Krise. Die Realität sieht anders aus. Wir haben in Bayern die höchsten Corona-Zahlen, und spätestens seit dieser Testpanne sind wir zum Problemfall für Deutschland geworden. Markus Söder würde jetzt entgegnen, wir haben die höchsten Fälle, Fallzahlen, weil wir halt testen, 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 wie es ja auch der Bundesgesundheitsminister immer wieder vorschlägt. Gehen Sie da nicht etwas dann doch zu hart mit dem bayerischen Ministerpräsidenten um? Denn es läuft doch eigentlich ganz gut in Bayern in der Corona-Pandemie. Es wird vorsichtig gehandelt. Es gibt keine Corona-Hotspots wie in Nordrhein-Westfalen. Es gibt kein Hin und Her. Ist das nicht eher die Realität? Ja, wir hatten durchaus Hotspots in Bayern. Wir haben gerade einen in Mamming, wo wir ähnlich wie bei den fleischverarbeitenden Betrieben in Nordrhein-Westfalen hier in einem landwirtschaftlichen Betrieb in einer Sammelunterkunft einen Hotspot hatten. Wir hatten hier Hotspots im Zusammenhang mit den Starkbierfesten im Frühjahr. Man kann nicht sagen, dass Bayern besser durch die Krise gekommen wäre als andere Bundesländer. Die Fallzahlen sind die höchsten pro Einwohner in Bayern. Und das allein drauf zu schieben, dass man mehr testet, das ist so ein bisschen die Strategie, die auch Trump in den USA verfolgt. Das halte ich für zu kurz gesprungen.
Und jetzt, wie schätzen Sie es ein, dieses Hin und Her mit der Pressekonferenz, wer als erstes vor die Kamera tritt? Das ist ja vielleicht für den von außen draufschauender denn nur so ein kleines Detail, aber es zeigt ja dann doch, wie der politische Betrieb funktioniert. Wie schätzen Sie die Ereignisse des heutigen Tages ein? Es war ja bemerkenswert, dass Markus Söder, der sonst im Zusammenhang mit Corona ja keine Pressekonferenz ausgelassen hat, diesen Misserfolg gestern die Ministerin alleine kommunizieren ließ. Dass die beiden jetzt statt getrennt voneinander gemeinsam vor die Kameras treten, ist bemerkenswert. Es darf spekuliert werden, ob da möglicherweise heute ein Rücktritt vollzogen wird. Ich glaube, Markus Söder wäre gut beraten, wenn er hier seine scheinbar überforderte Ministerin austauschen würde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Martin Hagen, FDP-Fraktionschef im Bayerischen Landtag. Ganz herzlichen Dank. Danke, alles Gute. Und wir wollen gehen zu Daniel Krämer. Er ist Leiter der Bild-Redaktion in München und er hat neue Informationen zur Pressekonferenz. Die hat sich offensichtlich nochmal verschoben. Das hat sie in der Tat. Neue Deadline, D-Day, wie man das so nennen will, für die bayerischen Corona-Tests ist um 15.30 Uhr jetzt. Das hängt wohl damit zusammen mit der Strategie von Markus Söder. Krise kann er ja. Und normalerweise zeigt er in solchen Momenten ja auch, was für ein politisches Tier und was für eine politische Kraft er ist. Wir hören, dass es damit zusammenhängt, dass man möglichst abschließende Zahlen nennen möchte. Man möchte also abschließend möglichst gute Nachrichten verkünden. Das heißt, sagen können, wir haben von den 900 Infizierten so und so viele erreicht. Da möchte man aber natürlich auch sehr sicher sein. Nicht, dass man sagt, ah, wir haben 800 erreicht und zwei Stunden später heißt es nein. Um Gottes Willen, wir haben nur 750 erreicht. Das heißt, da werden jetzt die Zahlen und die genauen Zahlen nochmal hin und her geprüft und hin und her geschoben. Es wird sich wahrscheinlich auch nochmal über Möglichkeiten personell unterhalten. Ich persönlich glaube im Gegensatz zu Martin Hagen nicht, dass Melanie Hummel geht oder gehen muss. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Verschiebung der Zuständigkeiten gibt, dass man vielleicht einen anderen Minister zum Corona-Minister macht. Aber hauptsächlich, was wir hören, geht es darum, dass man jetzt sehr, sehr genau sein will in den Zahlen und in dem Stand, den man jetzt kommuniziert. Und deshalb nochmal lässt man sich nochmal eine halbe Stunde Zeit. Daniel Krämer, ganz herzlichen Dank für diese brandaktuellen Zahlen und die neue Zeit für die Pressekonferenz, also in Richtung 15.30 Uhr. Gelegenheit für uns, noch einmal das zu analysieren, was Daniel Krämer uns erzählt hat. Also da möchte man ganz auf Nummer sicher gehen, was die Zahlen angeht. Das deutet ja darauf hin, dass man das jetzt überhaupt nicht mehr auf die leichte Schulter nimmt, diesen Skandal, und dann jetzt aber auch wirklich richtig liegen möchte und muss, weil das gefährlich werden könnte. Wie sollte man das auch noch auf die leichte Schulter nehmen? Also nicht nur, dass 900 Infizierte durch Deutschland laufen oder durch Bayern, wo auch immer sie sind, und nichts davon wissen. Noch dazu sind die Schlagzeilen für Markus Söder und die bayerische Landesregierung, werden sie immer schlimmer. Das hat bereits begonnen eigentlich so am Wochenende, als die Münchner Zeitung, auch unsere Bild München und andere, über diese Tests berichtet haben und ist dann in dieser Woche sozusagen immer größer geworden. Und das ist das, warum die Geschichte natürlich auch für das politische Berlin so groß ist. Ich glaube, wenn es irgendein Ministerpräsident wäre, dann wäre es groß, aber noch nicht so groß. Aber es ist eben Markus Söder. Und viele rechnen damit, dass er Kanzlerkandidat werden könnte. Und das macht das Ganze auch für Deutschland so wichtig, so spannend. Denn in diesen Zeiten kann eine Panne dazu führen, dass man als Kandidat in den Umfragewerten massiv nach unten gerät. Und was Daniel Krämer gerade schon angesprochen hat, bislang hat Markus Söder gezeigt, dass er in Stress- und Krisenmomenten gut reagiert, genau weiß, was er sagen muss, auch weiß, wie er damit umzugehen hat. Aber in dieser Krise, muss man sagen, bislang steht er nicht so gut da. Denn wir haben vom FDP-Fraktionschef bereits gehört, er hat eben seine Gesundheitsministerin vorgeschickt. Und es sah bislang nicht so aus, als würde, man sagt das so häufig, von vorne
führen, also als hätte der Ministerpräsident jetzt wirklich da die Zügel in der Hand, weil er eben bislang auch noch nicht wirklich offensiv kommuniziert hat. Das soll jetzt ja anders werden. Wir hören von dieser Pressekonferenz und natürlich macht es Sinn, dass man da auftritt und sagt, wir haben diese 900 auch erreicht, denn ansonsten wüsste Markus Söder, kämen die Fragen der Landesjournalisten dort, ja, aber was tun sie denn jetzt und was passiert da jetzt? Allerdings sieht man, finde ich, an dieser Verschiebung auch, wie komplex und wie schwierig das Ganze ist und wie voll Markus Söder und andere den Mund genommen haben, dass sie sozusagen hier ganz schnell diese Testergebnisse weitergeben, denn jetzt passiert das ja offenbar auch telefonisch, also man muss sich das vorstellen, dann werden sich da auf Papier die Listen angeschaut und dann eben die Menschen angerufen. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Angaben alle richtig waren, die die Menschen dort gegeben haben. Hoffen wir, bei Tests sollte das ja eigentlich der Fall sein. Aber das sind Papierberge, das sind Aktenberge und dafür braucht man viele Menschen. Und sicherlich wird sich die Landesregierung, der bayerische Ministerpräsident, aber auch die Gesundheitsministerin jetzt die Frage stellen müssen, was passiert denn jetzt bei weiteren Tests, die da passieren? Denn es ist ja nicht so, dass die Krise irgendwie kleiner wird, denn ganz im Gegenteil, wir haben heute wieder Rekordzahlen gesehen von Corona und insbesondere aus den Regionen, die dann möglicherweise über die bayerische Grenze fahren. Österreich, aber auch der Balkan, all diese Länder sind stark betroffen und jetzt auch Deutschland. Das heißt, die Zahl der Tests wird wahrscheinlich noch viel höher werden. Das heißt, es gibt noch höhere Anforderungen und da wird Markus Söder sagen müssen, Moment mal, ja, aber Herr Söder, wie passiert das denn in Zukunft? Und eine ganz heikle Debatte für ihn, die da kommen könnte, ist die Frage des Deutschen Roten Kreuz. Denn ehrenamtliche Helfer verantwortlich zu machen für eine Panne, die ganz offensichtlich da bei der Staatsregierung passiert ist, das ist sehr delikat und wundert mich, dass er zumindest angedeutet hat, dass es dort Fehler gibt. Denn das Kommunikationsgenie Markus Söder, das war er bislang, das muss man neidlos anerkennen, das sagen sogar seine Gegner, hat aus meiner Sicht dort auch einen Patzer gemacht, denn egal, was dort passiert ist, ehrenamtliche Helfer, das ist ein ehrenes Gesetz, glaube ich, was es da in der Politik gibt, die greift man zumindest öffentlich nicht an. Und das könnte ein weiterer Punkt werden, der für ihn schwierig wird. Da fehlte ihm also offensichtlich das politische Feingefühl. Ehrenamtliche greift man nicht ein. Und wenn Markus Söder etwas hat, dann ist es Gespür und Feingefühl eigentlich. Bildchef Julian Reichelt ist mir jetzt zugeschaltet. Julian, ja, was wurde denn jetzt aus diesem Macher Söder? Sehen wir gerade diesen Tag, ja, an dem sozusagen dieses Bild des Machers bröckelt? Ja, Moritz, das ist die spannende Frage heute in München. Wir sehen wieder, wie spannend und wie volatil, wie unberechenbar Politik eben in dieser Corona-Krise ist. Eben bin ich der Held mit den steigenden Zahlen. Das Land läuft mir zu, beziehungsweise hinterher. Überall wird darüber gesprochen, ob Markus Söder Kanzler werden sollte. Und dann passieren Dinge, das ist das Wesen dieser Pandemie, die vollkommen unberechenbar, unvorhersehbar sind und die auf einmal eine völlig neue Lage herstellen. Ich glaube, das, was wir hier gerade erleben an diesem Tag, in diesen Stunden, im Prinzip seit gestern Abend, seit Markus Söder seinen Besuch an der Nordsee, man kann fast schon sagen, Wahlkampfauftritt an der Nordsee abgesagt hat, ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Wahlkampf, der noch kommen wird im nächsten Jahr. Und für diesen Wahlkampf gilt, nichts, aber auch gar nichts ist sicher. Kein Umfragewert, den wir heute sehen, keine Wahrnehmung eines Politikers, welches Politikers auch immer, den wir heute sehen. Es kann sich in dieser Corona-Zeit alles blitzschnell und vollkommen unberechenbar ändern. Wir erleben es jetzt an diesem Test-Debakel, muss man tatsächlich sagen. Aber es gibt auch vollkommen andere Faktoren. Es gibt die Wirtschaft in Deutschland. Im Moment sind wir auf Kurzarbeitergeld. Viele Menschen sind zu Hause, werden trotzdem voll bezahlt. Was passiert, wenn auf einmal die Arbeitslosigkeit steigt? Niemand weiß, wie sich das auf die Umfragewerte von Politikern, auf die Beliebtheit von Politikern auswirken wird. Und deswegen erleben wir gerade Corona, Macht, politische Umfragen, Beliebtheitswerte, all diese Dinge vollkommen unberechenbar. Eine unberechenbare Situation. Julian Reichelt, Bildchef, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Danke, Moritz.
Und wir fassen einmal zusammen, worauf wir hier warten, worauf wir Spannendes an diesem Tag schauen. Nach der Corona-Testpanne in Bayern auf bayerischen Autobahnen ist eine Pressekonferenz der bayerischen Gesundheitsministerin angesetzt worden. Dann auch verschoben, dann ausgefallen. Jetzt warten wir auf eine gemeinsame Pressekonferenz der Gesundheitsministerin mit ihrem Ministerpräsidenten Markus Söder um 15.30 Uhr gemeinsam im Prinz-Karl-Palais in München. Dort wird die Öffentlichkeit darüber informiert werden, wie es aussieht mit den 44.000 verspäteten Testergebnissen oder gar nicht eingegangenen Testergebnissen an Corona-Teststationen am Münchner Hauptbahnhof und auf den Autobahnen und wie es aussieht mit den 900 positiv getesteten Menschen, die jetzt nach wie vor nicht darüber Bescheid wissen, dass sie Corona-positiv sind. Paul Ronsheimer weiterhin bei mir im Studio. Jetzt wird sicher daran gearbeitet worden sein, in den letzten Stunden, Tagen, diese Menschen dann schnellstmöglich zu informieren. Da haben wir 900 Stück. Das lässt sich bearbeiten. Aber wenn man jetzt überlegt, wie viele Menschen die dann vielleicht angesteckt haben, die müsste man doch jetzt auch erkennen, ermitteln, schnellstmöglich testen und dann wieder beispielsweise deren Familienangehörigen. Also kommen wir vielleicht am Ende des Tages, am Ende dieser Woche bei viel mehr als 900 positiv Getesteten in Bayern raus. Davon ist stark auszugehen, Moritz, denn wie Jörg Völkerling schon gesagt hat, es sind eben nicht alle, die sofort in Quarantäne müssen, sondern nur diejenigen, die aus sozusagen den Risikogebieten kommen, die dann bis zu einem Ergebnis sich in Quarantäne aufhalten müssen. Aber natürlich können sich auch Menschen angesteckt haben, die jetzt nicht aus einem absoluten Risikogebiet gekommen sind. Und das macht sicherlich die Situation jetzt auch so kompliziert, dass man eben nicht nur diese 900 anrufen muss, sondern dann wird es eine Abstimmung geben mit den jeweiligen Gesundheitsämtern. Das wird sicherlich nicht nur in Bayern der Fall sein, sondern da werden Menschen dabei sein, die zum Beispiel nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen gefahren sind. Die werden dann in Verbindung gesetzt mit den Gesundheitsämtern, die für sie zuständig sind. Und dann wird von dort wieder überprüft, mit wem hatten diese Menschen Kontakt, die sich dann einem Test unterziehen müssen und dann auch in Quarantäne gehen. Also wir sehen allein da schon, wie kompliziert das Ganze ist und dass es natürlich bei der Masse der Menschen dringend einen digitalisierten Weg geben muss. Es gibt ja die Warn-App sozusagen, die einen informiert darüber, wenn man mit jemandem in Kontakt gekommen ist. Aber wenn dieser Test eben nicht weitergereicht wurde, das Ergebnis, dass diese Person positiv ist, dann sieht man das natürlich auch nicht in der Warn-App. Bringt uns das Ganze einen kleinen Schritt oder vielleicht dann doch einen halben Schritt zumindest näher an eine zweite Welle, beziehungsweise zahlt das jetzt nochmal ein auf die ja eh schon gestiegenen Infektionszahlen? Ich gehe stark davon aus, dass wir in den nächsten Wochen darüber massive Debatten noch erleben werden, was das Ganze für Konsequenzen haben sollte. Denn Julian hat es ja gerade auch angesprochen, es geht längst ja nicht mehr nur in Anführungszeichen um die infizierten Zahlen, sondern auch, was dann eine Welle, ich finde dieser Begriff erste Welle, zweite Welle eigentlich Quatsch. Mhm. Ja, ich denke, da haben Virologen gesagt oder ein Virologe, wir sind eigentlich in einer Dauerwelle. Es kann die ganze Zeit weitergehen. Natürlich können sich durch Temperaturverschiebungen und durch Herbst und Winter, dass mehr Menschen in geschlossenen Räumen sind, das Ganze sich noch intensivieren. Aber dann wird es dazu kommen, dass man natürlich über Konsequenzen nachdenkt. Und wir sehen das Ganze ja bereits, dass zum Beispiel, als die Schule in Mecklenburg-Vorpommern gestartet ist, bei wenigen Fällen sofort eine Schule geschlossen wurde. Und da muss man natürlich die Frage stellen, können wir das überhaupt konsequent so durchhalten, dass wir dann so hart reagieren? Oder bedeutet das für das öffentliche Leben so viel Stillstand, dass unsere Wirtschaft noch weiter abschmiert? Und können wir uns das leisten? Und ich glaube, diese Debatten, davon werden wir noch einige erleben, gerade wenn die Zahlen jetzt nach oben gehen. Paul Ronsheimer, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir gehen nach München, sprechen mit Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen. Ganz herzlich willkommen hier bei Bild. Ja, wer ist denn aus Ihrer Sicht verantwortlich für diesen Testskandal in Bayern? Ministerpräsident oder Gesundheitsministerin?
Ja, hallo. Also wir erleben ja gerade eigentlich das größte Corona-Test-Debakel, was wir im Zuge der Pandemiebekämpfung erlebt haben. Und für mich ist schon ganz deutlich, Markus Söder hat sich das zu seinem eigenen Projekt gemacht, die Teststrategie in Bayern auszubauen, bei den Urlaubsheimkehrern überall zu testen. Und er hat das ganz klar zur Chefsache gemacht. Und wenn der Ministerpräsident ein Thema zur Chefsache macht, dann ist er auch als Chef dafür verantwortlich, wenn er das nicht liefern kann, was er den Menschen im Land versprochen hat. Fordern Sie da jetzt den Rücktritt von Markus Söder? Nein, den fordern wir zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht. Ich glaube, viel wichtiger ist doch jedoch gar nicht die Frage, ob einer gehen muss oder nicht. Den Menschen im Land ist doch viel wichtiger, dass umgehend alle informiert werden, die positiv getestet worden sind und wie wir in Zukunft diese Panne dauerhaft abschalten können. Und was Markus Söder sich vielleicht mal beherzigen sollte, dass er auch, wenn er zügig vorangehen möchte bei manchen Sachen, auch die Verantwortung hat, immer das Tempo so zu wählen, dass man es gut umsetzen kann. Jede Maßnahme braucht doch ein starkes Fundament von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Maßnahmen umsetzen. Einfach nur verkünden und dann wieder wegschauen und hoffen, es wird schon gemacht. So einfach funktioniert es nicht, wenn man wirklich eine Pandemie im Land bekämpfen möchte. Und vielleicht sollte man auch in Zeiten, in denen es für einen gut läuft, schauen, welchen Ton man anschlägt. Vielleicht ist es auch einfach, ja, dieses, wir haben das hier in Bayern im Griff. Wir machen das sowieso besser als der Rest Deutschlands. Und wir müssen es alle, ja, so ein bisschen mit ausbaden, was die anderen Ministerpräsidenten nicht so hinbekommen. Ist es vielleicht auch das, dass man einfach, ja, vielleicht dann doch ein bisschen leiser sein sollte in solchen besonderen Zeiten rund um Corona? Denn wir alle haben ja das allererste Mal mit Corona zu tun. Also ich habe am Anfang an nichts davon gehalten, dass eigentlich die Landesministerpräsidenten so einen Wettkampf darüber führen wollen, wer es besser hinbekommt. Entscheidend ist, glaube ich, dass alle in der Pandemie immer dazulernen, dass man auch von den anderen lernen kann. Und diese Ansage von Markus Söder, man wird hier alles besser machen, die Ansage teile ich nicht. Wir haben relativ hohe Infektionszahlen in Bayern. Wir hatten mit den Bierfesten, die noch kurz vor der Corona stattgefunden haben, durchaus Hotspots in Bayern verursacht. Und wir haben jetzt das Problem bei den Kontrollen der Urlaubsrückkehrer, dass man das nicht eingehalten hat, was man versprochen hat. Und es ist durchaus ein Debakel mit Ansage. Wenn man die Warnungen aus den Gesundheitsämtern der letzten Tage aufmerksam gelesen hat, wenn man die Berichte vom Bayerischen Rotes Kreuz sich zu Herzen genommen hat, da hat man bereits zum Wochenende her gewusst, dass da was nicht funktioniert. Dann dauert es weitere 3 Tage, bis er die Ministerin vorschickt. Dann dauert es einen weiteren Tag, bis er sich dann selber einer Pressekonferenz stellt. Ich hätte mir da wirklich erwartet, dass er sich klar hinstellt und zumindest einmal Entschuldigung sagt, dass das nicht funktioniert hat, was er versprochen hat. Wir sind alle gespannt, was er gleich sagen wird auf dieser Pressekonferenz. Ganz herzlichen Dank, Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen. Ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Und jetzt, Ludwig Hartmann hat es angesprochen, die Äußerungen von Markus Söder, wie wichtig Testen ist und die diversen Pressekonferenzen. Und wir wollen einmal in solch eine Pressekonferenz reinhören, in der er angekündigt hat, die Tests auf den Autobahnen für Reiserückkehrer. Wir brauchen zweitens verpflichtende Tests an Flughäfen, unbedingt und zwar so schnell wie möglich. Verpflichtend, aber auch kostenlos an den Flughäfen. Wir bereiten alles vor, jetzt hat, wenn der Bund uns die Rechtsgrundlage gibt, es muss über das Infektionsgesetz des Bundes gemacht werden, wenn es geht, dass wir sofort auf den Startknopf drücken können. Wir agieren aber nicht nur an den Flughäfen. Wir werden Folgendes zusätzlich jetzt anbieten. Noch nicht verpflichtend, weil wir das rechtlich nicht können, aber freiwillig. Sowohl für Auto als auch für Bahn. Bei vielen, die zurückkehren, gerade beim Auto, werden wir an den 3 großen Strecken, Walserberg, Pocking und Kiefersfelden, in der Nähe der Grenze Teststationen aufbauen, sodass sich jeder dort testen kann. Gäbe es eine Verpflichtung, wäre es leichter, aber wir bieten das jetzt an, um dort ein schnelles Ergebnis auch zu haben, leiten es auch weiter. Es können sich auch Leute testen lassen, die nicht aus Bayern sind. Ausdrücklich. Wir leiten das Ergebnis dann, wenn es so ist, weiter. Weil normalerweise wäre es nur für die Bayern, aber wir wollen da an der Stelle auch Amtshilfe leisten. Und wir werden das auch im Hauptbahnhof in München und in Nürnberg machen, weil es viele auch Bahnreisende gibt.
bitten auch herzlich sehr, dass die Bahn darauf achtet, dass die Hygienemaßnahmen in der Bahn eingehalten werden, also Mund-Nasen-Schutz. Aber dann werden wir noch in den beiden Hauptbahnhöfen uns entsprechende Möglichkeiten erarbeiten und bieten, damit man dort auch die Testkapazitäten haben kann. 44.000 Reiserückkehrer warten jetzt im Moment auf ihre Testergebnisse an bayerischen Autobahnen. 900 davon sind positiv getestet, wissen es nicht, laufen in Deutschland herum, stecken Familienangehörige, stecken Freunde an. Das sind die schockierenden Zahlen, über die wir berichten hier in dieser Sondersendung von Bild Live. Wir warten auf Erklärungen aus München, aus der Staatskanzlei. Wir warten auf die Pressekonferenz von Markus Söder und von seiner Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Sie wollte erst vor dem Ministerpräsidenten heute eine Pressekonferenz abhalten. Der Druck dann offensichtlich doch zu groß dort auf den Ministerpräsidenten. Und deshalb stellt er sich jetzt auch der Presse. Wir haben das Live-Bild vorliegen, gehen sofort nach München, sobald sich dort etwas tut, sobald dort Ministerpräsident und Gesundheitsministerin vor die Mikrofone treten. Wir haben schon einige Analysen gehört. Die meisten sagen, okay, Markus Söder wird sich hier ja die Verantwortung auf die Schultern laden müssen und vielleicht sogar um Entschuldigung bitten müssen, mindestens in Richtung der ehrenamtlich arbeitenden Rote Kreuz-Mitarbeiter dort an der Corona-Front, nämlich die Menschen, die 44.000 und noch mehr Tests in München durchgeführt haben. Eine spannende Entwicklung am heutigen Tage, natürlich mit den Vorzeichen Corona-Pandemie, aber auch, wenn wir in Richtung 2021 schauen, die Bundestagswahl und dieses mitschwingende, naja, hat sich Markus Söder dort in München nicht während der Corona-Zeit doch irgendwie in Stellung gebracht für den Job in Berlin, für den Job des Kanzlers. Wie gesagt, wir gehen sofort live in unser Signal dort nach München, sobald sich dort etwas tut. Wollen jetzt einmal sprechen mit Daniel Krämer, unserem Leiter der Münchner Redaktion, der Münchner Bildredaktion. Daniel, ja, München hat gelitten in dieser Corona-Zeit, in dieser Pandemie-Zeit, natürlich wie ganz Deutschland, aber auch wiederum besonders. Denn das Münchner Oktoberfest wurde abgesagt, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dieses Fest, wenn es darum geht, was es bedeutet für die Stadt, wirtschaftlich, aber auch ja, sozial. Wie sind die Münchner, wie sind die Bayern umgegangen mit Corona, mit diesem Virus, mit all den Beschränkungen und wie haben Sie Ihren Ministerpräsidenten wahrgenommen? Naja, man hat es eigentlich gut ertragen wegen Markus Söder, weil man dieses Gefühl der starken Führung hatte und es wird auch wieder gut und Markus Söder hat Hoffnung verbreitet und auch Entschlossenheit verbreitet und auch, man hat ihm auch geglaubt, er weiß, was man da tut. Man fühlte sich in guten Händen. Man fühlte sich besser regiert als im Rest von Deutschland, was man ja außerhalb schon tut in Bayern, aber dann noch umso mehr. Insofern gingen auch Dinge wie das Oktoberfest, die Absage, auch das hat man ihm abgenommen, ohne, weil er sagte, wir müssen das machen. Und das Land folgte ihm, Bayern noch viel mehr, wenn der Kollege Ronsheimer ja sehr richtig von den Zustimmungswerten in Deutschland gesprochen hat. Die sind in Bayern ja noch höher, die liegen ja bei fast bei 80% teilweise. Und da hat man ihm das immer alles schon abgenommen. Der Koalitionspartner hier in Bayern, die Freien Wähler, die sich immer etwas anders positioniert haben, also pro Lockerungen Oktoberfest nicht absagen oder ein Ersatz-Oktoberfest machen, die haben immer darunter gelitten, sogar unter ihrer Kritik. Das heißt, je mehr die gegen Söder und gegen seine Maßnahmen geschossen haben, umso weiter nach unten in den Umfragen gingen sie. Und du hast recht, das ist natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter? Das Oktoberfest wäre bald losgegangen und wenn das ein sonniges Wochenende ist und Markus Söder dann auch angekratzt ist, ob dann auch die Frage hochkommt, hey, war das vielleicht auch ein Fehler? Und ganz objektiv gesehen, ist Bayern denn besser durch die Corona-Krise Stand heute gekommen? Oder ist das alles nur, naja,
bayerischer Patriotismus? Also ich glaube schon, dass Markus Söder besser als jeder andere Ministerpräsident und auch, glaube ich, auch vor der Kanzlerin erkannt hat, was Corona bedeutet, dass es ein Brennglas ist und dass das alles verändert. Und ich glaube auch, dass insgesamt für das Land, das flächenmäßig groß ist, das bevölkerungsmäßig groß ist, das wirtschaftlich auch stärker angeschlagen ist als alle anderen, dass man sehr gut durchgekommen ist. Durch das gute Verkaufen von Markus Söder, das hat Paul Ronsheimer hier eben auch erwähnt, sind die Sachen, die schlecht gelaufen sind, natürlich nicht so stark ins Gewicht gefallen wie bei anderen. Das hat Martin Hagen eben auch gesagt. Natürlich gab es Tirschenreuth ganz am Anfang mit dem ersten Landkreis, der ein komplettes Ausgangsverbot hatte. Natürlich gab es Mamming, auch erst vor kurzem, was nicht so groß bundesweit Wellen geschlagen hat, wie zum Beispiel Tönnies in NRW. Also natürlich ist Markus Söder durch sein gutes Management insgesamt, sage ich mal, bei den kleinen Ausrutschern besser weggekommen als andere. Das ist natürlich jetzt vorbei, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die CSU und Markus Söder hier einen guten Job gemacht haben, grundsätzlich. Und mit welcher Intention, natürlich will der Landesvater das Beste für sein Bundesland, aber gab es da zumindest immer auch ein halbes Auge bei Markus Söder, das nach Berlin geschaut hat? Ja, das ist bei uns in München und in Bayern immer so die Frage. Natürlich hat er damit kokettiert, aber es gab in München eher mehr Leute, die gesagt haben, naja, er macht es nicht und er kokettiert damit und er versucht möglichst viel für sich rauszuholen, also nicht Kanzler werden, aber sich eine mögliche Kandidatur im Vorfeld schon abkaufen zu lassen und da für die CSU viel rauszuholen. Dafür hat er auch einmal zu oft gesagt, mein Platz ist in Bayern, aber wer natürlich viel kokettiert und das hat er sicherlich auch getan. Natürlich hat er gezeigt, hey, ich kann das und ich könnte auch mehr. Und wer zeigt, dass er auch mehr könnte, steht natürlich dann auch unter anderen Voraussetzungen und an dem wird ein anderes Maß der Qualität angelegt. Und damit muss er sich natürlich jetzt auseinandersetzen. Dann hätte er schon vor Monaten sagen müssen, nein, ich will gar kein Kanzler werden. Dann wäre dieser Teil der Diskussion würde jetzt natürlich gar nicht geführt werden. Jetzt muss er damit leben, dass er natürlich unter Kanzlergesichtspunkten oder unter Kandidatsgesichtspunkten bewertet wird und auch sein Krisenmanagement. Krisenmanagement, das beinhaltet Tests an Autobahnen. Wir testen an der Grenze für ganz Deutschland, sagte Markus Söder vor wenigen Tagen. Worum geht es da genau? Da gibt es Teststationen an den Raststätten. Da kann man sich testen lassen. Wie sieht das aus? Im Endeffekt gibt es ja Teststationen an den großen Verkehrsknotenpunkten schon sehr, sehr lange, also schon seit ein paar Wochen an den Hauptbahnhöfen und an den Flughäfen. Das hat relativ gut funktioniert und hat man gute Erfahrungen mitgemacht. Und das hat auch relativ, auch da die Kommunikation spitzenmäßig funktioniert. Und ich glaube, weil das so gut funktioniert hat und man damit halt eben auch im Deutschlandvergleich auch schon gezeigt hat, hey, das können wir und die Leute finden das gut und es ist auch ein Gefühl der Sicherheit. Es ist ja auch ein Gefühl der Sicherheit, wenn ich nur an einer Corona-Teststation vorbeigehe. Also wenn ich in München durch den Hauptbahnhof gegangen bin und bin an sowas vorbeigegangen, dann fühle ich mich sicher. Und das ist auch so gewesen, wenn ich an der Autobahn bin. Und deshalb hat man wahrscheinlich gedacht, hey, wir haben hier eine gute Sache, wir können das, wir haben die Testkapazitäten und haben dann gesagt, so, jetzt läuft es bei uns so gut und wir können alles und wir zeigen es auch alles und jetzt machen wir auch das. Ich glaube natürlich, dass das Gesichtspunkte hatte, dass man zeigen wollte, dass man es auch kann. Ich glaube aber auch natürlich Markus Söder, der den Virus wirklich sehr, sehr ernst nimmt, dass er natürlich auch was Gutes damit bewirken wollte. Trotzdem, Paul Ronsheimer eben schon gesagt, wer zu schnell viel Gutes will, da kommt dann manchmal auch was Schlechtes bei raus. Aber das war so, wenn ich mich durch Bayern bewegt habe und jetzt in den letzten Wochen und auch wenn man nur an so einer Corona-Teststation und Autobahn vorbeifährt, es macht ja ein sicheres Gefühl. Leider Gottes ist das Gefühl für die, die da drin waren, noch nicht mal sicher. Und das ist ja jetzt das große Problem. Eingereicht. Daniel, jetzt wird natürlich diskutiert über politische Verantwortung. Interessiert das denn die Bayern überhaupt? Naja, also ganz davon abgesehen muss man ja sagen, dass Markus Söder ja als Ministerpräsident fast alternativlos ist. Also um die große Frage gleich mal zu stellen, sein Koalitionspartner hat sich jetzt in der letzten Zeit
nicht in aller Augen besonders clever präsentiert. Melanie Hummel hat außerhalb der Pandemie keine große Rolle gespielt. Ich glaube nicht, und ich glaube, dass Bayern intern natürlich jetzt auch dieses Haha, das jetzt von außen kommt. Haha, guck mal, die großen Bayern haben einen Fehler gemacht, und da gibt es natürlich auch einen gewissen Genugtuung und vielleicht auch das ein oder andere Augenzwinkern aus den anderen Bundesländern. Das könnte Markus Söder jetzt hier intern helfen. Da sind die Bayern ja nun bekannt für, dass man da die Reihen schließt und sagt, naja, guckt mal, aber wir haben ja alles andere viel besser gemacht. Ich glaube, er wird es heute Abend sehr gut abräumen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er heute Abend Schuld übernehmen wird, dass er sich entschuldigen wird und dass sein Ziel ist, das Thema möglichst oder das Feuer möglichst heute Abend in dieser PK ein für alle Mal zu löschen und das jetzt noch nicht in die nächsten Tage reinzutragen. Und ich glaube, er weiß auch, was die Deutschen hören wollen und was auch die Bayern hören wollen. Und das wird eine klare Übernahme der Verantwortung sein und eine klare Entschuldigung. Und ich glaube, dazu ist Markus Söder auch klug genug. Und ich glaube, das meint er auch so, wenn er sich gleich entschuldigt. Ich gehe da fest von aus. Daniel Kremer, erst einmal ganz herzlichen Dank zu dir nach München. Ganz herzlichen Dank. Das Bayerische Rote Kreuz hat diese Corona-Tests ja durchgeführt an den Autobahnen und verwehrt sich gegen jegliche Kritik. Wolfgang Obermeier, der stellvertretende Chef dieses Bayerischen Roten Kreuzes, hat sich bei uns geäußert. Also ich habe noch nicht entnommen, dass uns von der Landesregierung der Schwarze Peter zugeschoben worden ist, sondern dass hier die Fragen auftauchen, wo sind die Ursachen für diese Pannen? Und wie ich bereits ausgeführt habe, sind die Ursachen natürlich nicht in den Erhebungsprozessen an den Teststationen gelaufen, sondern sind basieren darauf, dass die Medien, die eingesetzt werden können, dass wir natürlich in Papierform sozusagen die Erfassung der persönlichen Daten vorgenommen haben und natürlich bei 67.000 erhobenen Daten, dass ein Riesenmengenproblem war, das wäre von vornherein günstiger gewesen, wenn hier ein digitales System zur Verfügung gestanden wäre. Unsere Verantwortlichen vor Ort haben sofort darauf hingewiesen, ob ein digitales System für so ein großes Projekt mit zur Verfügung steht. Zu dem Zeitpunkt, als Ende Juli, Anfang August dies gestartet worden ist, stand kein digitales System eben für diese Erfassungen dezentral zur Verfügung. Die Absprache war, dass die Gesundheitsbehörden, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel, diese Information mit vornimmt über ihre Kanäle. Also von daher ist es immer die Frage, welche Ressourcenausstattung hatten diese Behörden und sind sie in der Lage gewesen, dies zeitnah zu tätigen. Es scheint so zu sein, jetzt, wenn man den Daten oder der Pressekonferenz gestern aus dem Gesundheitsministerium zuhört, dass diese Quantitäten nicht zeitnah abgearbeitet werden konnten und diese Fristen, die natürlich inzwischen vorhanden sind, für eine zeitnahe Rückmeldung von positiv Getesteten inakzeptabel sind. Den Einblick, den ich vor Ort bei den Teststationen hatte, dass die Mitarbeitenden sehr korrekt die Reiserückkehrer darauf hingewiesen haben, dass sie ihre Daten korrekt mit eintragen sollen, aber das Ausfüllen natürlich oblag primär den Reiserückkehrern selber, dass da gegebenenfalls jemand dabei war, der sich auch einen Fake geleistet hat, das ist nicht auszuschließen, aber klar, Sie wissen, die Handschriften der Reiserückkehrer sind sehr unterschiedlich, dies gegebenenfalls in auch in einer angespannten Situation im Auto zu tätigen, ist nicht immer einfach, von daher, wenn von vornherein ein digitales System, das sofort überprüft werden hätte können, ein gutes System gewesen, das stand nicht zur Verfügung, jetzt muss man halt mit diesen Handicaps leben und schauen, dass dies möglichst zeitnah und schnell jetzt abgearbeitet wird, dass sich der Anteil derjenigen, die positiv getestet worden sind, halt sehr zeitnah jetzt auch mit informiert werden. Ja, die Verantwortung für den Testungsprozess und für den Kommunikationsprozess oblag den Gesundheitsbehörden, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel. Also ist primär zu schauen, was in diesem Amt nicht funktioniert hat. Und in den nächsten Minuten soll es dann soweit sein. Dann hören wir und sehen wir Ministerpräsident Markus Söder und seine Gesundheitsministerin. Und der Ministerpräsident hat sich eigentlich für heute einen schöneren Termin vorgenommen, nämlich ganz oben im Norden. Paul Ronsheimer, du weißt mehr darüber. Ja, es sollte an die Nordsee gehen, an die Seehund-Robben-Station, zum Leuchtturm. Schöne Bilder in Schleswig-Holstein.
mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther, der in der CDU als vergleichsweise weniger konservativer gilt, fast als eher linker innerhalb der CDU. Und das hätte ein klares Zeichen sein können, dass Markus Söder es will, dass er nach der Kanzlerkandidatur greift. Jemand, der 3 Tage Richtung Nordsee fährt, um mit einem jemandem so viel Zeit zu verbringen, der eigentlich in der CDU inhaltlich wo ganz anders steht. Es gab sogar Spekulationen darüber, dass sich Daniel Günther am Ende für Markus Söder als Kanzlerkandidat aussprechen könnte. Zumindest hätten diese Bilder etwas ausgelöst in der CDU-Debatte. Ja, und diese Reise findet nicht statt, sondern jetzt das Krisenmanagement und die Frage, wie gut ist Markus Söder als Krisenmanager wirklich? Denn bislang hat er viel Lob erhalten, aber das, was hier in den letzten 2 Tagen passiert ist, lässt ihn schlecht aussehen, insbesondere dadurch, dass er den Mund so voll genommen hat in den vergangenen Wochen und ja nicht nur die Bayern aufgefordert hat, sozusagen sich testen zu lassen, sondern er auch gesagt hat, andere Bundesländer sollten seinem Vorbild folgen und diese Teststationen errichten. Und jetzt sieht man, dass es schon an Bleistiften hakt, weil diese Dokumente, wo die Daten zu sehen sind, mit Bleistiften unleserlich ausgefüllt wurden, sodass sozusagen die Kontaktaufnahme sich wahnsinnig verzögert hat. Und sollte das, also du hast jetzt beschrieben, dieser Termin, der ja gut inszeniert schien, der jetzt abgesagt worden ist, sollte das der Auftakt werden praktisch für Markus Söder mit Blick auf 2021 nach der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für die SPD? Der Auftritt mit Daniel Günther hätte natürlich seinen Konkurrenten weitere Nadelstiche versetzt. Also das Gesicht von Armin Laschet, wenn Markus Söder mit Daniel Günther dort an der Nordsee zu sehen ist und romantische Bilder, kann man fast sagen, unterm Leuchtturm produziert und zeigt, dass er eben nicht nur mit den CSU-Spitzen kann, mit den CSU-Politikern und andere in der CDU, die vielleicht ähnlich konservativ denken wie er, sondern auch mit denjenigen, die vermeintlich für eine ganz andere Linie stehen, das wäre natürlich ein Zeichen gewesen, denn alles andere hätte es sozusagen durcheinander gebracht. Ja? Also ich glaube schon, dass es ein gewisser Auftakt gewesen wäre für Markus Söder. Ich glaube nicht, dass man jetzt dort irgendwie in irgendeiner Form seine Kandidatur verkündet hätte, denn da gibt es ja den Parteitag im Dezember, zumindest Stand jetzt, wo Armin Laschet gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen antreten wird. Also er hätte dem Ganzen noch ein bisschen Zeit gegeben und dann hätte es möglicherweise Runden davor gegeben. Das ist alles komplett unklar, wie das Ganze am Ende ausbaldowert werden soll, wer es denn am Ende macht. Armin Laschet hat noch nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil. Armin Laschet will kämpfen, in dem Fall gegen Friedrich Merz. Aber bislang, Moritz, war es eben so, dass die Werte von Laschet so schlecht geworden sind, dass in der CDU die Debatte aufkam, ob es am Ende eigentlich keine Alternative zu Markus Söder gibt. Und diese Debatte kann sich natürlich, je nachdem, wie sich diese Krise hier entwickelt, ganz schnell wieder wandeln. Paul Ronsheimer, ganz herzlichen Dank für diese politischen Einschätzungen. Und wir schauen jetzt einmal, was ja, diese Krise, dieser Skandal ganz im echten Leben bedeutet, konkret für die Menschen. Rentner Murat Pelivan ist mir zugeschaltet, gemeinsam mit seiner Frau aus Duisburg. Hallo. Ihnen ganz herzlich willkommen, auch Ihnen, Frau Sengül, ganz herzlich willkommen. Sie sind momentan in häuslicher Quarantäne. Sie sind aus der Türkei gekommen am 26. Juni, sind eingereist, reist über Passau aufgrund der dort stattfindenden Tests, um dann halt zurück nach Duisburg zu kommen zu können zum Schulstart mit ihrer Tochter. Ja, und jetzt sind sie in Duisburg und mussten sich noch einmal testen lassen. Oder wie ist ihre derzeitige Situation? Ja, wir waren so in der Türkei. Wir haben am 9. August zurückgefahren nach Deutschland. Wir wollten so Corona-Test machen lassen in Passau. Deswegen, wir sind nach Passau gefahren, so, wo ist Testzentral.
Wir haben schon gemacht, die waren Leute normalerweise sehr nett, sehr freundlich. Wir haben Tests gemacht werden, danach nach Duisburg gefahren. Wir haben bis Dienstagnachmittag gewartet, Testergebnisse erwarten, aber nicht gekommen. Unser Kind musste normalerweise Mittwoch zur Schule gehen. Deswegen, wir haben gehört, auch wir haben gefragt zum Stadt, wir machen hier auch Test, Corona-Test, aber wir haben bis Dienstagnachmittag immer im Quarantäne bleiben, weil wir möchten nichts, wenn wir positiv sein, wir möchten nichts anderen Leute anstellen. Dann, wir sind so nach Duisburg gegangen, wir haben Test gemacht. Gestern Nachmittag Testergebnisse gekommen, aber von Passau bis heute immer noch nicht gekommen. So seit fünf Tagen, ne? So fünf Tagen Testergebnisse nicht gekommen. Also seit fünf Tagen warten Sie auf Ihre Testergebnisse aus Passau und das, obwohl Sie ja sozusagen den Umweg in Kauf genommen haben und sich ja vorbildlich verhalten haben, zu Hause geblieben sind, in Quarantäne, um niemanden anzustecken. Wie war Ihre Erfahrung denn dort bei den Tests in Passau? Wie liefen die ab? Haben Sie gesehen, wie die dort die Mitarbeiter mit diesen Bleistiften tatsächlich die Formulare ausgefüllt haben? Wie lief das ab? Welche Eindrücke haben Sie da? Also die waren alle maskiert, also ganz normal, wie das sein sollte. Und da haben wir auch so eine extra Kugelschreiber bekommen und so einen Fragebogen, nachdem wir das alles ausgefüllt haben. Dürften wir die Bleistifte auch behalten? Also wir mussten das nicht zurück abgeben. Und es wurde aber auch tatsächlich händisch alles bearbeitet, alles per Hand ausgefüllt. Computer waren da, zumindest wo Sie waren, nicht vorhanden, richtig? Also da war kein Computer, wir haben da nichts gesehen. Das war alles schriftlich. Also die hatten so Tische hingestellt mit so Fragebogen und zig Stück Stifte. Also mit Computer gab es da gar nichts. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Sie haben jetzt in Duisburg noch einen Test gemacht. Der ist jetzt schon, ist da schon das Ergebnis da? Ja, die haben wir auch gestern bekommen. Es ist alles negativ, auch alle drei. Das war na klar etwas beruhigter, aber die andere Sache, das war schon ärgerlich. Also wir waren wirklich genervt. Also auch psychisch sind wir auch fertig gewesen, weil wir nicht wussten, was wir jetzt haben, ob das jetzt positiv ist, ob das jetzt negativ ist. Das war wirklich sehr, sehr schlimm. Also meine Tochter, die wollte na klar unbedingt zur Schule, dürfte aber nicht, ist ja wohl klar. Das war sehr anstrengend, sage ich mal so, die Zeit. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da so in der Schwebe ist und wartet auf das Ergebnis und auch ja stark in sich hört? Habe ich da was? Ist das vielleicht problematisch? Oder macht man sich Gedanken, mein Ergebnis kommt vielleicht so spät, weil es positiv ist und Sie wollen einfach noch mal auf Nummer sicher gehen? Welche Gedanken hat man während dieser Zeit in der Schwebe, in dieser Wartezeit im Kopf? Also unser Kopf war wirklich sehr, sehr voll. Wir waren mit allem eigentlich so unkonzentriert, weil wir nur mit dem Gedanken da waren. Wir waren wirklich sehr oft am Handy gewesen. Ist das jetzt da? Ist das jetzt da? Also dieses Thema war die letzten wirklich 3-4 Tage nur noch diese Corona-Test, wo ist es? Also wir wollten endlich mal wissen, das war sowas von egal, ob das positiv rauskommt, Hauptsache wir haben ein Ergebnis. Also das zu warten ist wirklich sehr, sehr schlimm gewesen. Unsere Tochter war so sehr sträflich. Also die war auch am Weinen gewesen, die war auch total nervig kaputt. Was habe ich jetzt, warum kriegen wir keine Ergebnisse? Und das war wirklich sehr anstrengend, die letzten Tage. Wenn so lange dauert, warum unsere Zeit ist weggenommen? So.
Genau, es ist ja nicht nur die Tochter, die nicht in die Schule kann. Ihr ganzes Leben stand ja auch still. Jetzt sprechen wir ja hier mit Ihnen, weil das jetzt groß an die Öffentlichkeit kam, diese Recherche, diese vielen Fälle, 900 an der Zahl. Wenn wir jetzt gleich nach München schalten, in wenigen Minuten soll ja da der Ministerpräsident und die Gesundheitsministerin vor die Kameras treten. Was fordern Sie denn, was wollen Sie denn hören von den Verantwortlichen aus Bayern? Also das mit dem Test, das musste schon schneller sein, damit die Leute auch beruhigt sind. Ist egal, ob das positiv oder negativ rauskommt. Die sollen wirklich die Ergebnisse haben, weil das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Auch psychisch ist man da auch kaputt. Also dass man vielleicht auch eine Stelle hat, wo man auch anrufen kann. Da gab es zum Beispiel Nummern. Auf dem Malteser hat das alles gemacht. Da stand auch diese Nummern, wo wir auch anrufen könnten, aber es ist keiner zu erreichbar, dass man wenigstens jemanden erreichen kann, eine Auskunft bekommen kann. Also solche Nummern sind nämlich auch sehr wichtig. Also wir haben da keine Hilfe bekommen, gar nichts. Auch im Internet haben wir auch geschrieben, nichts. Also wir haben da keine Antwort bekommen. Ich habe 3-mal geschrieben. Und wir sind nicht so Einzigste. Wir haben eine Facebook-Seite für die unterwegs so slayola.com, die ist für die Urlauber ca. 170.000 Erfolger. Ich erfolge diese Seite auch. Ich habe viel zu viel gesehen und gelesen. Viele hat so keine Ergebnisse bekommen. Die schreiben immer, wir warten auch so lange Zeit. Also wir hören hier ganz deutlich nicht nur ein politisches Beben heute in München, das sozusagen Auswirkungen auf ganz Deutschland hat, sondern auch eine menschliche Katastrophe, die dort abgelaufen ist. Sie haben sehr deutlich uns beschrieben, wie Sie gelitten haben in dieser Zeit mit dieser Ungewissheit, ob Sie nun positiv oder negativ getestet worden sind dort in Passau. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Schilderung. Ganz herzlichen Dank und Ihnen noch eine gute Zeit. Dankeschön. Danke auch. Danke auch. Und wir wollen schauen auf das Live-Signal, das uns jetzt vorliegt. Wir sehen dort, es kann sich nur noch um einige Minuten handeln. Da sehen wir schon die Kameras aufgebaut dort in München im Palais und dort wird die Gesundheitsministerin und der Ministerpräsident gleich ankommen. Die Presse steht bereit. Wir sind gespannt, wie sich Markus Söder äußern wird. Wird er sich entschuldigen? Wird er sich aus der Verantwortung ziehen oder wird er dann jetzt tatsächlich nach vorne gehen, von vorne führen und tatsächlich die Verantwortung auch übernehmen für diese Corona-Test-Pannen-Serie? Und da sehen wir meiner Meinung nach auch schon Markus Söder und Melanie Hummel, CSU, und sie treten hier an die Pulte, die vorbereitet sind, haben die Masken noch auf, nehmen diese gleich ab. Und wir sind gespannt, was vorbereitet worden ist jetzt für das Eröffnungsstatement. Markus Söder live aus München. Präsident Dr. Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Das Wort hat der Ministerpräsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und uns entschuldigen, dass es etwas länger gedauert hat. Es lag auch daran, dass es längere Krisensitzungen gegeben hat, um uns nochmal auf den Sachstand zu bringen. Das ist jetzt eine schwierige Situation, keine Frage. Die Panne, die passiert ist, ist sehr ärgerlich und auch bedauerlich. Und es ist auch nicht der Anspruch, den Bayern an sich selbst hat und an unser Verwaltungshandeln. Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind, der Ministerin, aber mir auch ganz persönlich, dass jetzt viele Menschen verunsichert sind, ob der Tatsache, dass unklar ist, was mit ihren Testergebnissen passiert ist. Wir haben nachdem gestern es erfahren wurde, uns dann entsprechend zusammengesetzt, daran gearbeitet und auch heute noch mal 2 Krisenschaltungen gehabt, um zu ermitteln, wie ist der aktuelle Sachstand.
Es ist ja über Nacht daran gearbeitet worden, mit Hochdruck zu erkennen, um was es geht, Fehler abzustellen und aufzuklären. Es ist ganz entscheidend, dass wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen alle informieren über die bisherigen Testergebnisse. Fakt ist, das Gesundheitsministerium ist mit Hochdruck dran. Trotzdem ist eine Panne passiert. Und zwar eine große Panne in der Umsetzung, nicht in der Strategie. Ich will trotzdem an der Stelle zunächst mal den ganzen Ehrenamtlichen besonders Dankeschön sagen. Ohne die ehrenamtlichen Helfer hätte der frühe Start nicht möglich sein können. Und uns war wichtig, auch so rasch wie möglich zu starten, um auch so viel und so schnell Ergebnisse und damit auch Sicherheit für die Menschen zu haben. Klar, ist das Tempo zu hoch bei solchen Entscheidungen oder ist das Tempo hoch? Fakt ist, das Tempo ist hoch. Aber das Tempo wird nicht von uns oder mir gemacht, sondern durch Corona bestimmt. Die Wahrheit ist doch, wir haben schon länger davor gewarnt und es zeigt sich jetzt und es bestätigt, dass der Urlaub ein großes Risiko ist für die Infektionsgefahr in unserem Land. Familienheimkehrer, Reiserückkehrer stellen jetzt, das sieht man in ganz Deutschland, nicht in Bayern, aber in ganz Deutschland, stellen eine Zunahme der Infektionszahlen dar. Das heißt, die bei uns seit Wochen geäußerte Sorge ist mehr als berechtigt. Die Zahlen wachsen und wenn wir nicht aufpassen, stehen wir in einigen Wochen vor einer ganz schwierigen Situation, denn das Problem ist, vieles ist nicht zuordnenbar und deswegen erkennbar. Es gibt also keine geschlossenen Cluster mehr, sondern im ganzen Land flächendeckend wächst es. Deswegen wollten wir auch, nicht nur für die Bayern, sondern auch an anderer Stelle, schon vor den Pflichttests, und zwar deutlich vor den Pflichttests helfen. Im Übrigen zeigt sich auch an den Infektionszahlen, dass es nicht nur Infizierte aus Risikogebieten sind, sondern auch aus anderen Gebieten gibt es erhebliche Infektionen. Deswegen war uns wichtig, eine entsprechende Regelung so schnell wie möglich zu treffen. Wir sind übrigens das einzige Land, das so das macht. Es gibt nicht nur die Grenzübergänge nach Deutschland über Bayern, sondern aus vielen anderen Bereichen. Deswegen, das sei noch mal gesagt, das, was wir anbieten, und es hat auch trotz der Panne, hat es zu viel Aufklärung und viel Hilfe geführt. Dies findet im Rest in Deutschland nach wie vor so nicht statt. Darum glaube ich, dass wir dringend diese Kapazitäten behalten und weitermachen müssen. Und es ist auch mein Rat, unabhängig von dieser Frage, sich nach dem Urlaub generell testen zu lassen, egal wo man in Deutschland ist. Wir waren Vorreiter, aber natürlich sind Fehler passiert. Diese Fehler sind sehr bedauerlich. Sie sind jetzt, ist das System umgestellt worden seit dieser Woche. Das heißt, es geht um Fehler der vergangenen Tage. Die müssen jetzt deutlich aufgearbeitet werden. Dazu hat das Landesamt für Gesundheit über Nacht gearbeitet mit 400 Leuten. Polizei war noch mit dabei, die geholfen hat. Um die Zahl dieser Positivfälle, um die es gegangen ist von gestern, hat sich im Vergleich von gestern auf heute noch mal sehr, sehr verringert. Die Gesundheitsministerin wird es dann entsagen, sodass sich die Lage da deutlich verbessert hat. Trotz alledem bleibt das hochärgerlich und muss auch verbessert werden. Deswegen werden wir auch einige Umstellungen vornehmen. Zum einen werden wir die Personalkapazität des Landesamtes noch mal deutlich aufstocken, um 100 Leute, weil wir glauben, dass wir gerade in den nächsten Wochen eher mehr Personal brauchen. Wir werden zum Zweiten die Testzentren, die kommunalen Testzentren, die wir am Montag im Kabinett auf den Weg gebracht haben, über die Federführung des Innenministeriums machen, weil dort auch mehr Kapazitäten und die Nähe zum Kommunen ist. Und wir haben auch eine personelle Veränderung, nehmen wir vor. Herr Zapf wechselt ins Ministerium ab morgen dann und wird da mit seiner hohen wissenschaftlichen Expertise auch in den Abteilungen des beraten, weil wir brauchen weiteren wissenschaftlichen Sachverstand. Um jetzt aber die Verwaltungsleistung der nächsten Wochen deutlich zu verbessern, wird Herr Walter Jonas, Regierungsvizepräsident von Oberbayern, bedanke ihm sehr, dass er sich zur Verfügung stellt, noch einmal das machen, was auch dafür übrigens sorgt, dass die engere Anbindung zwischen Innenministerium und Gesundheitsministerium stattfindet. Zu der Gesundheitsministerin. Melanie Hummel hat mir den Rücktritt angeboten. Zweimal. Ich habe sie dann vor allem gefragt, ob sie sich weiter zutraut, diese Aufgabe zu erfüllen, ob sie will und kann. Sie hat in beiden Fällen gesagt, ja, sie will diese Scharte aussetzen und sie will das auch jetzt schaffen. Für mich ist klar, das ist ein Fehler und es ist kein kleiner, sondern auch ein schwerer. Aber wir haben die letzten 6 Monate in Bayern eine Menge als Corona-Team in der Staatsregierung auf den Weg gebracht. Und wir haben auch viel geleistet, jeder an seiner Stelle. Gerade auch Melanie Hummel als Gesundheitsministerin. Ich habe weiter Vertrauen zu ihr. Und es ist auch, gehört in diesen Zeiten dazu, Fehler passieren, ja.
Fehler müssen erkannt werden, sie müssen dann abgestellt werden und sie dürfen sich natürlich nicht wiederholen. Aber es gehört auch zur Führung dazu, dass man in schwierigen Zeiten, auch bei Fehlern, sich unterhakt. Das sind nicht nur einzelne Fehler, da sind viele dabei. Deswegen ist mir wichtig, dass wir das auch weiter zusammen gestalten und sie auch die nächsten Wochen und Monate ihre Aufgabe mit großem Einsatz versehen kann. Ich sage jetzt schon voraus, dies ist eine Zwischenetappe einer Panne. Wir werden noch viele Probleme in den nächsten Wochen bekommen. Ob Schulstart, ob Familienrückkehrer, wie das die nächsten Monate weitergeht mit auch der Frage insbesondere von Grippe und anderen Dingen. Wer glaubt, dass Corona ausgesessen und vorbei ist und dass wir jetzt über andere Fragen reden können, der ist fundamental sitzig getäuscht. Wir werden noch eine Menge an Herausforderungen haben, mit dieser heimtückischen Krankheit Corona umzugehen. Ich glaube nicht daran, dass wir Entwarnung geben können. Im Gegenteil, alles, was im Moment ist, sind, dass die Gefahren eher wachsen, dass sie eher größer werden. Deswegen müssen wir uns optimal aufstellen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir aus jedem Fehler lernen und ihn besser machen. Und deswegen wird es auch für die kommenden Wochen, was die Testsenden betrifft und die deinen Fragen betrifft, eine schwierige, aber auch lehrreiche Erfahrung sein. Und jetzt müssen wir einfach versuchen, die Fehler endgültig zu beheben, für Sicherheit und Klarheit zu sorgen und dann mit ganzer Kraft uns den Aufgaben widmen, Corona zu bekämpfen. Frau Staatsministerin Hummel, bitte. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Das ist keine einfache Lage. Sie werden das alle festgestellt haben, dass die letzten 30 Stunden, 35 Stunden ich mir durchaus auch hatte anders vorstellen können. Aber das ist mir sehr wichtig, war, als ich gestern von diesen Zahlen gehört habe, davon mitbekommen habe, was hier eben auch in der Vergangenheit aufgelaufen ist, entsprechend auch konsequent zu handeln. Wir haben gestern dann sofort angefangen, die Datensätze uns von Eurofin, von der Dienstleisterfirma, nochmal herkommen zu lassen. Wir haben sie abgeglichen. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich war selber bis lange nach Mitternacht im LGL dabei gewesen, habe mir den Prozess auch mit angeschaut, wie das abläuft. Das ist keine einfache Aufgabe. Und es ist aber auch so, dass es noch ein laufender Prozess ist. Wir haben etliche Daten, die eingescannt worden sind, die ermittelt worden sind. Wir können bisher 908 Ergebnisse zuordnen, die wir auch schon entsprechend informiert haben und dabei sind zu informieren, die Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch noch knapp über 100, die offen sind. Und es findet auch noch mal ein weiterer Datenabgleich mit den Daten der Firma statt, weil es da und dort auch die Frage ist, ob es gewisse Doppelungen geben könnte. Auch das findet aktuell weiter statt. Das heißt, es ist ein laufender Prozess. Wir sind dabei, jeden, den wir rausfinden, auch zu informieren. Das geschieht seit heute Morgen um 7 Uhr. Und es ist andererseits auch so, dass wir diejenigen, die wir haben uns jetzt die Kraft darauf verwendet, die positiv Befundeten herauszufinden. Aber es ist auch so, dass natürlich auch diejenigen, die einen negativen Befund haben, informiert werden sollen. Die werden gerade auch eingepflegt und entsprechend hier weiter übermittelt. Aber das ist eben, wie schon gesagt, ein laufender Prozess, wo wir gerade auch drüber sind, das entsprechend einzupflegen und zu tun. Es ist richtig, was der Ministerpräsident gesagt hat, dass ich angeboten habe, auch hier die Konsequenzen zu tragen, genauso wie mein Handeln immer sehr konsequent ist und wir auch hier gestern sofort gehandelt haben. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch hier das Vertrauen weiterhin habe. Wir werden mit Engagement weiterarbeiten, alles zu tun. Und ich darf das jetzt aber auch noch mal sagen. Wir sprechen davon, von einem Prozess. Und das ist das, was der Ministerpräsident auch gerade dargestellt hat. Wir haben uns entschlossen, als Bayern frühzeitig die Reiserückkehrer, bevor es eine Verpflichtung des Bundes war, entsprechend auch ein Testangebot zu machen. Der bayerischen Bevölkerung machen wir das bereits seit 1. Juli. Und dass wir diesen Reiserückkehrern oder Durchreisenden dieses Angebot gemacht haben und dass wir auch einiges an Zeit gebraucht haben, bis eben der Dienstleister das ermöglichen konnte, einzusteigen. Und auch ich bin sehr dankbar,
dass in dieser Übergangsphase, und wir sprechen von einer Übergangsphase, dass in dieser Zeit uns die Ehrenamtlichen vom BRK und den weiteren Hilfsorganisationen unterstützt und geholfen haben und dass wir andererseits aber jetzt auch seit Montag, Dienstag, Mittwoch und heute sind die Bahnhöfe übergeben worden, entsprechend hier auch ein digitales System jetzt haben, sodass wir davon ausgehen können, dass das, was in dieser Anfangsphase geschehen ist, was nicht hätte passieren dürfen, was wir sehr bedauern, was ich auch selber sehr, sehr bedauere und ich weiß, dass viele jetzt hier in Unsicherheiten sind, und da können wir uns nur entsprechend entschuldigen, aber dass diese Anfangsschwierigkeiten, die da waren, jetzt abgestellt sein dürften, was wir jetzt entsprechend umgesetzt haben. Sie wissen, an den Flughäfen bereits seit einigen Tagen mehr und jetzt seit Montag an den verschiedenen Rastanlagen. Und das ist das, was wir eben auch daraus lernen. Vielen herzlichen Dank. Selbstverständlich stehe ich auch für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Damit kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Roland Englisch, Nürnberger Nachrichten, bitte. Und zwei Fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, die 1000, das sind positiv Getestete. Das hatten Sie nicht dazu gesagt, die Sie da ermittelt haben heute Nacht. Und wenn ich das umrechne, heißt das, dass ungefähr 2% aller Getesteten dann auch tatsächlich Corona-positiv sind. Deckt sich das mit Ihren Zahlen? Und die zweite Frage ist, wie lange liegen denn diese Tests eigentlich im Schnitt zurück? Also wie lange sind die Leute durch die Gegend gelaufen, ohne zu wissen, dass sie positiv sind? Also es ist so, dass der Zahlendatensatz im Grunde genommen bis 8.28.20, also sprich im Grunde genommen haben wir laufend auch Taten rausgeschickt. Also deswegen ist dieser Prozess, wann wer hier gemeldet wurde, das kann auch schon eben seitdem wir hier diese Testungen durchführen, leider sein. Aber wir haben auch laufend über die Gesundheitsämter und über eben auch Testungen und Testergebnisse entsprechend rausgeschickt. Es ist so, dass wir eben auch hier die Zahlen weiter, ich habe vorhin gesagt, weiter abgleichen. Wir sind im Moment bei diesen 900, die wir jetzt über 900, die wir ermitteln konnten, die 100, die noch offen sind. Und das sind über 150, die wir gerade noch abgleichen mit der Firma, ob hier Dubletten noch dabei sind. Das Grundproblem scheint mir zu sein, diese Frage, ob digital oder händisch. Ja. Das ist die Kernfrage. Ab digitalem Eintrag kein Problem, weil Transparenz, Vergleichbarkeit, Nachprüfbarkeit. Umgekehrtes Problem, händischer Eintrag. Der händische Eintrag hat unter anderem damit zu tun, dass es in der Tat eine schnelle Aufstellung gegeben hat, deswegen eben auch kein Vorwurf. Und dass der Andrang überraschend groß war, denn es haben sich unglaublich viele Menschen auch testen lassen, die nicht aus einem Risikogebiet sind. Denn eigentlich war das ja eine Ergänzung zu den Risikogebieten. Weil am Flughafen ist ja der Hauptpunkt zunächst mal der Risikogebiet. Deswegen war die Idee, auch die Philosophie, wir bieten an. Es stellt sich ja jetzt heraus, dass eben auch hohe Infektionszahlen sind bei Leuten, die nicht aus einem Risikogebiet kommen oder noch nicht ein Risikogebiet ist. Sie haben ja gelesen, dass das Außenministerium und RKI-Regionen in Bulgarien und Rumänien nachträglich zu Risikogebieten gemacht hat. Übrigens eine ganz gleiche Entwicklung wie im März. Wir haben im März von Woche zu Woche neue Risikogebiete bekommen. Sie erinnern sich, erst hieß es Italien, aber ohne Südtirol, dann kam Südtirol, dann kam Österreich, dann kam Frankreich dazu. Also der Prozess, wenn ich das sagen darf, ist nicht so unähnlich wie im März. Das macht mir auch die eigentliche tiefere Sorge an der Frage so. Und jetzt das Ergebnis, was mir die Gesundheitsministerin berichtet ist, von den vielen, vielen Tests, die noch offen sind in der Benachrichtigung, ging es ja gestern um die 1000 ungefähr, derer, die positiv sind, noch keine Benachrichtigung haben. Da stellt sich jetzt raus, dass es jetzt noch um 100 Fälle geht, die schwer zuordnenbar sind. Alle anderen werden gerade informiert, also jetzt in diesen Stunden, sodass sie es wissen. Trotzdem, meine generelle Empfehlung ist, dass jeder, der von uns bis zum Wochenende keinen Test bekommt und auch keine Nachricht bekommt, weil auch die Negativen sollen informiert werden, so ist die Aufgabe jetzt, der soll dann auf jeden Fall noch mal einen zweiten Test machen. Außer er hat schon jetzt Symptome und merkt es, aber wenn der Test auch länger als 7 Tage zurücklag und er hat keine Symptome, dann kann er auch relativ beruhigt sein. So, glaube ich, stellt sich die Situation medizinisch dar. Das ist wirklich hochärgerlich.
ist auch nicht der Anspruch, den wir haben, das muss man ganz einfach sagen. Deswegen hatten wir ehrlich gesagt auch am Montag die Kabinettssitzung gemacht, um das nochmal alles zu überprüfen und zu fragen. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das Gap größer ist als gedacht. Und ab dem Zeitpunkt, das war dann seit gestern, ist man dann mit Hochdruck dran gewesen, das zu schließen. Bleibt trotzdem sehr ärgerlich und wir können uns auch dafür nur entschuldigen letztlich, weil Menschen, die einen Test machen, sollen einen Anspruch haben. Wobei ich das einfach nochmal sagen möchte, in Bayern hat sich keiner infiziert. Also Bayern hat sich keiner infiziert, das sind alles Leute auf der Durchreise, sind sehr viele, auch für ganz Deutschland. Trotzdem, wie gesagt, wir versuchen es jetzt innerhalb kürzester Zeit alles zu regeln und transparent auch entsprechend zu machen. Deswegen auch mehr Personal, neue Strukturen. Deswegen auch übrigens, was ganz wichtig ist, Herr Englisch, die Verwaltungsadministration zu professionalisieren. Also ich schätze Herrn Zapf zum Beispiel sehr. Er ist ja ein hervorragender Mediziner. Und deswegen ist doch wichtig, dass wir uns im Ministerium dort den medizinischen Sachverstand stärker bündeln. Aber diese ganze Verwaltungsadministration, gerade für die nächsten 4 Wochen, wenn es zur Schule kommt und wenn dann insbesondere noch mehr Tests sind, also Schulrückkehrer, Schulbeginn, da wird ja noch eine Menge vor uns stehen. Das muss man jetzt irgendwie auf noch klarere Füße stellen, zumal unser Ziel ist, auch das enger mit dem Innenministerium zu verzahnen. Das war übrigens beim K-Fall ja der eigentliche Vorteil des K-Falls, denn da gab es eine enge Beziehung Innenministerium, Gesundheitsministerium und das wird sozusagen durch die Personalien und durch die Strukturen jetzt wieder enger verzahnt, weil das Innenministerium verfügt an der Stelle über einfach das größere administrative Know-how, um das zu lösen. Ich darf vielleicht noch ergänzen zu den Zahlen. Das ist ein Sachstand jetzt. Es wird immer noch gerade abgeglichen. Das möchte ich einfach noch mal so deutlich sagen, dass wenn sich da noch was verschiebt oder verändert, dass Sie da nicht alle irritiert sind, sondern das ist der Sachstand, den wir eben haben mit diesen eben 908, die wir ermittelt haben, mit den etwa 100, über 100, knapp über 100, die wir hier haben und den etwa 150, die wir gerade mit der Firma noch abgleichen. Und wenn ich das noch sagen darf, auch danke an die Mitarbeiter des LGL, die jetzt die ganze Nacht schon gearbeitet haben. Das muss man einfach mal sagen. Frau Lell, weil ich das gerade gesehen habe, also wir können jetzt sagen, dass auch aus Bayern welche dabei sind, wollte ich sagen. Aber es sind eben auch aus vielen anderen Bereichen welche dabei. Deswegen. Und dass man nicht dann eine Unschärfe, wenn ich die gesetzt hätte, dann wollte ich sie noch mal klären. Christoph Lang, RTL. Frage an den Herrn Ministerpräsidenten. Wer handelt, begeht auch Fehler, das ist ja klar. Sie haben von Fehlern gesprochen, die im Gesundheitsministerium passiert sind, aber sehen Sie auch Fehler in der Staatskanzlei? Weil da wurde das Tempo vorgegeben, was letztlich die Probleme gemacht hat. War das ein Fehler? Nein, das Tempo wird nicht von uns gemacht letztlich. Schauen Sie, wir sind ja seit Wochen daran, weil die Sorge uns umtreibt. Und die Sorge ist ja mehr als berechtigt. Wenn Sie sich die heutigen Infektionszahlen in Deutschland anschauen, auch außerhalb Bayerns, in etlichen Bundesländern und das jetzt entweder als Schuldzuweisung oder verschieben. Wir wollen auf keinen Fall Verantwortung unserer Probleme heute verschieben. Aber wenn Sie sich die Gesamtzahlen anschauen, über das RKI heute ermittelt, haben wir in einigen Bundesländern deutlichen Anwachs. Wir haben auch nicht mehr die meisten Zahlen im Moment als Bayern. Und es ist überall und es ist eben genau diese Sorge, die da war. Und unser Bestreben ist zum einen, das zu klären. Die erste prioritäre Aufgabe war, für die bayerischen Rückkehrer ein Angebot zu machen. Wir haben uns übrigens auch überlegt, ist es dann sinnvoll, nur für bayerische Kennzeichen es zu machen? Es schien uns unangemessen zu sagen, dass jemand, der aus einem anderen Bundesland kommt und einen Test möchte, den abzuweisen. Also es ist im Prinzip auch eine Serviceleistung. Es gibt Grenzübergänge über Baden-Württemberg aus dem Urlaubsgebiet. Es gibt Grenzübergänge nach Sachsen. Es gibt Grenzübergänge in anderen Bundesländern. Auch überall anders wird Urlaub gemacht. Und es ist nicht nur der Balkan die Herausforderung, also die Länder, die dort immer gern diskutiert werden. Das heißt, im Grunde genommen ist es auch sinnvoll, wenn jeder das nochmal überlegt. Das gilt übrigens noch einen Schritt weiter. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Modell allein über die Ärzte zu testen, unsere Ärzte leisten einen großartigen Dienst, dem Ansturm, der jetzt auch da ist, schwer gerecht werden kann. Und unser Ziel muss wirklich sein, so viel wie möglich Kapazitäten aufzubauen, wie es geht. Und auch, Sie erinnern sich, dass wir hier schon mal zusammensaßen und da wurden wir kritisiert, weil wir sagen, die Tests sind auch kostenlos, kann ich mich erinnern, wurde ja kritisiert. Ich habe bislang keinen Bürger gesehen, der sich darüber beschwert hat. Also klar, Fehler muss jetzt abgestellt und verbessert werden. Wir sind sehr optimistisch, dass das jetzt funktioniert. Aber Fakt ist, das Tempo wird nicht von uns bestimmt. Das Tempo, das uns umtreibt, ja. Und vielleicht ist dann auch der Anspruch höher, als man als die Umsetzung manchmal geht. Das sei alles zugestanden. Aber Corona und den Erfahrungen, die wir haben, treibt uns einfach an und um. Und nicht andere Dinge, weil wir schon einmal in so einer schwierigen Situation waren. Ich darf vielleicht ergänzen, weil Sie vom Tempo sprechen.
wenn man sich überlegt, was wir die letzten 6 Monate auch hier in Bayern geleistet haben, die gesamte Staatsregierung, auch die Bürger und die Bevölkerung. Und da war auch immer der Anspruch, dass wir gesagt haben, wir müssen vorausschauend die Dinge angehen. Deswegen haben wir eben auch, bevor es war Pflicht, Reiserückkehrer zu testen aus Risikogebieten, gesagt, wir müssen für die Reiserückkehrer entsprechend aufgestellt sein. Und deswegen ist es eben so, dass man da auch diese Dynamik des Geschehens, Sie erinnern sich, wie die Zahlen explodiert sind da im März. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein Wochenende, wo ich zusammengesessen war mit Vertretern aus den Münchner Kliniken und die mir erzählt haben, wie es denn mit den Intensivbetten ausschaut, wenn es so weitergeht. Und da ist es eben auch notwendig, entsprechend dynamisch auch zu reagieren. Wir dürfen aber auch, das ist das, wo wir dann natürlich auch immer die Wege gehen müssen, die es gibt. Wir können nicht selbstverständlich auf einen Tag auf dem anderen ein Testzentrum aus dem Boden zu stampfen, das ist ein Kraftakt. Und da brauchen wir viele Hände, die mit unterstützen und die ineinander greifen. Und manchmal ist es eben so, dass man dann feststellt, dass ein Rädchen nicht so ineinander greift, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und das ist so wichtig, dass wir diese Prozesse dann auch wirklich nochmal klar durchdenken und hier dann schauen, dass das wirklich bis zum Schluss, wir waren ehrlicherweise dann, wie wir gesagt haben, die Entscheidung ist gefallen, wir wollen hier zügig das anbieten. Sehr froh, dass uns die Ehrenamtlichen gesagt haben, bis der Betreiber die Chancen hat, das Digitale auf die Beine zu stellen und alles. Man merkt ja auch, jemand, der sehr professionell arbeitet, braucht dafür einige Tage, um das herzustellen. Und diese Zeit dann zu sagen, hier nehmen wir aber trotzdem die Ehrenamtlichen, die uns unterstützt haben, von den Hilfsorganisationen. Aber das ist immer die Frage, wartet man dann ab, aber dann sind so und so viel schon wieder eingereist. Und das wollten wir nicht und deswegen ist es, glaube ich, hier, wie es der Ministerpräsident sagt, die Dynamik entsteht auch durch das Geschehen. Auch in den anderen europäischen Ländern. Ja. Eva Lell, Bayerisches Fernsehen. Herr Söder, wenn Sie jetzt die Situation, die Panne analysieren, welche Fehler hat Frau Hummel gemacht und für welche Schritte tragen auch Sie die Verantwortung als Ministerpräsident? Also die Grundentscheidungen, die wir getroffen haben, mehrfach, die, glaube ich, sind richtig, die Strategie ist richtig, das bestätigt sich. Allein die Tatsache, dass wir viele Fälle finden, zeigt, dass es richtig ist. Denn nur wer Fälle kennt, kann eindämmen und kann verfolgen. Also die Grundidee testen, testen, testen ist die richtige. Und die Grundstruktur, das auf den Weg zu bringen, glaube ich, auch war auch richtig von der Ministerin zu treffen. Die Umsetzung hat dann nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, so. Das ist ärgerlich und bedauerlich und ich finde, der eigentliche Fehler ist auch, dass man es zu spät übermittelt hat, das Problem. Also man hätte bereits in der letzten Woche, gab es ja so Andeutungen auch verschiedener Medien, die gesagt haben, da könnte ein Problem sein. Deswegen übrigens haben wir am Montag nochmal extra eine Kabinettssitzung gemacht, um uns nochmal zu informieren über den Sachstand der Probleme. Da waren die Informationen, die auch die Ministerin hatte, noch nicht so in dem Umfang ausreichend, wie wir sie jetzt hatten. Das hat sich dann erst 1-2 Tage später ergeben, deswegen musste man da auch so deutlichst nachsteuern. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben in den letzten 6 Monaten viele Entscheidungen getroffen. Ich wusste bei den seltensten, ob sie richtig oder falsch sind und ob sie in dem Moment richtig sind oder falsch sind. Das Risiko gehen wir ein und müssen wir auch eingehen. Was ich allerdings in den letzten 6 Monaten erlebt habe, ist zum einen, dass dieses Corona eben nicht einfach nur vorbei ist, wenn man nicht auf die Intensivstation muss. Zu Beginn war unsere Information, dass Menschen eben Lebensgefahr haben und dass man auf Intensivstation beatmet wird oder nicht. Und wenn man das überstanden hat, ist alles vorbei. Das war so die Anfangsidee. Wenn wir heute sehen, wie fies Corona ist, dass es viele Fälle gibt von Leuten, die bis heute nicht ihren Geruchssinn haben, Geschmackssinn haben, was übrigens eine extreme Einschränkung der Lebensqualität ist, Spätschäden nicht erkennbar sind, wir auch nicht wissen, was passiert jemand, der schon eine Vorschädigung hat, wenn Corona noch einmal auf ihn zukommt oder in der Kombination, zeigt mir, dass es in der Abwägung, was richtig und falsch ist, nur das Maximale das Richtige ist und nicht das Minimale. Deswegen glaube ich, dass die Entscheidungen in der Grundidee hier richtig sind. Wahrscheinlich hätte man sagen können, man macht es eine Woche später, das ging dann auch. Aber allein in der Woche haben wir viele Fälle und damit auch wieder, ich glaube, vieles gerettet. So. Nichts ist perfekt, keine Frage, weder die Melanie, auch ich nicht.
Ich habe mir das jetzt sehr genau überlegt. Ich sage es Ihnen auch sehr offen. Ich habe ja aus Ihren Reihen, einige haben mir geschrieben, jetzt aber muss ein Kopf rollen. Und jetzt muss aber, also nicht Sie, aber aus, sagen wir, aus den publizistischen Kreisen. Und jetzt muss ein Kopf rollen und so weiter. Und es geht auch nicht und so. Und ich habe, die Melanie hat dann von sich aus mich angerufen und mir das gesagt. Wir hatten in den letzten 6 Monaten deutlich dunklere und schlimmere Stunden noch gehabt. Und da war sie eine verlässliche Partnerin, wie viele andere in der Zeit. Und ich hätte es auch menschlich unangemessen gefunden, wegen einer zugegebenermaßen schlimmen Panne, und jetzt scheint es um 100 Fälle zu gehen, das ist schlimm, das wollen wir nicht wegdiskutieren, eine ganze Leistung über Jahre hinweg und auch in dieser Zeit dermaßen auch zu bewerten. Und Ihre Erfahrung jetzt wäre jetzt immer Neues damit zu vernehmen, wäre in der Abwägung schlechter, als die Chance, auch das ein Stück weit jetzt wieder nicht nur auszumerzen, sondern halt neu aufzustellen. Ich wollte auf diese Erfahrung und auch auf die psychische Stärke, die hat die Melanie, dann auch nicht verzichten. Deswegen war die Abwägung dessen, was ist falsch und richtig. Fehler haben wir erkannt, okay, es wird versucht, das alles abzustellen. Da darf man verhalten optimistisch sein. Ich glaube auch, dass sowas eher nicht mehr passieren kann. Wir werden auch deswegen die Controlling-Strukturen überprüfen müssen. Und wir werden deswegen eben auch bei den Testzentren, die jetzt Ende des Monats stattfinden sollen und Anfang September, haben wir ganz bewusst jetzt heute nochmal mit dem Innenminister abgesprochen, mit der Melanie, dass gerade diese kommunalen Testzentren in der Federführung beim Innenministerium liegen. Warum? Das war auch während des K-Falls so, dass sozusagen das Innenministerium da den Hut auf hatte, um das Ganze zu strukturieren. Ja, also Fehler ist sicherlich, dass man die Idee voranbringen will. Das mag sein. Das kann man auch noch besser machen alles. Aber trotzdem bleibt es am Ende eine sehr operative Panne und ist auch keine Panne der Ministerin selbst. Deswegen ist die Entscheidungsabwägung von uns jetzt so gewesen. Und nochmal, ich will auch nichts wegschieben und wegducken. Ja. Unser ambitionierter Kurs ist nicht einfach, aber er ist einfach notwendig. Und wenn es nur einer einzigen Person was gerettet hat, dann finde ich, ist es schon okay. Thomas Gauthier, Bild. Eine Frage nochmal zu den Zahlen, den positiven. Können Sie uns sagen, wie viele dieser 908 Fälle, die Sie eindeutig identifiziert haben, wie viele von denen haben Sie jetzt wirklich erreicht? Und woher sind die? Also wo sind die meisten aus NRW, aus Baden-Württemberg? Also es ist so, dass im Moment diese 908 Fälle durchtelefoniert werden von Mitarbeitern des LGLs und dass die heute früh begonnen haben. Ich kann aber momentan noch nicht sagen, wie viel sie genau erreicht haben, weil die einfach, da gibt es Leute, die sind jetzt erreichbar gewesen, nicht, die sind einfach massiv drüber. Und werden dann auch, weil vielfaches Handynummern sind, haben wir ihnen mit aufgegeben, dass sie beim Anruf mit fragen sollen, woher sie sind, weil wir auch wissen müssen, welches Gesundheitsamt zu informieren ist. Also sprich, die Daten kann ich ihnen wahrscheinlich am Ende des Tages oder die nächsten Tage liefern. Jetzt aktuell noch nicht, weil wir da im Prozess einfach gerade mittendrin sind. Also die Schwierigkeit scheint auch zu sein. Ich habe mich ja dieselben Fragen, die Sie stellen, stelle ich ja auch in den Runden. Und das Grundproblem ist einfach durch diese händische Aufteilung, da gibt es halt auch Fälle, dass jemand vielleicht seine Telefonnummer nicht richtig angegeben hat, verstehen Sie, was ich meine, oder eine 3 falsch aufgeschrieben hat, wo hinten eine 2 hätte sein sollen und dann eben nicht drinsteht, genau die Adresse und ähnliches. Das hat auch was mit Andrang zu tun, man darf auch nicht vergessen. Gerade in der letzten Woche war es eine extreme Hitze, das kommt ja alles dazu bei sowas. Alles Fehler natürlich, hätte man besser machen können. Und deswegen dauert es und deswegen haben die ganze Nacht durchgearbeitet schon und telefonieren jetzt den ganzen Tag auch schon durch. Manche sind schon erreicht, manche sind auf Rückruf und bei manchen versucht man halt zu schaffen. Aber das, denke ich, müsste sehr zeitnah am heutigen Tag passieren. Anschlussfrage, die 150, die Sie noch nicht zuordnen können, ist es, weil eben diese Anmeldezettel, sage ich jetzt mal, nicht lesbar sind, nicht entzifferbar sind? Diese über 150, von denen ich gesprochen habe, da ist es schlichtweg so, dass die Firma hat die Datensätze parallel durchgeschaut nach Möglichkeit. Wir haben sie durchgeschaut und haben die eben über verglichen. Und da sind wir gerade noch am Abgleichen. Also wir haben zum Beispiel einen Datensatz von der Station aus Passau gehabt. Die hatten die Firma noch gar nicht entschlüsselt. Die hatten wir komplett eingescannt, komplett entsprechend verglichen. Aber es gab einen anderen Datensatz, da sind wir gerade dabei abzugleichen, ob die Firma da auch schon welche daraus rausgezogen hat oder nicht. Also die
um es klarer zu formulieren, bei den über 150, die noch da sind, ist es so, dass eben hier wir einige zuordnen konnten und möglicherweise die Firma aber auch schon zugeordnet hat. Und nochmal bei allem, was da stattfindet, ich will es nochmal sagen. Das ist ein laufender Prozess. Ja, das ist alles nicht optimal. Und ich will aber allen, die da mithelfen, einfach Dankeschön sagen, weil mich das schon beeindruckt hat, was da Ehrenamtliche geleistet haben, aber auch Hauptamtliche. Das ist jetzt einfach so, da ist ein großer Fehler passiert, der muss halt jetzt gelöst werden. Und darf auch nicht mehr passieren, das ist schon klar. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, was soll's, sondern das muss schon, daran arbeiten wir jetzt auch in der Struktur. Das sind auch alles, wie gesagt, keine leichten Entscheidungen. Und wir haben uns da wirklich lang beraten. Intensiv, auch mit dem Koalitionspartner übrigens, mit Hubert Aiwanger gestern lange darüber geredet, auch anderen Teilen aus dem Kabinett und natürlich mit dem Innenminister und unserem Fraktionsvorsitzenden sehr. Also wir haben das auch jetzt, die Entscheidung, die wir heute treffen, auch noch einmal hinterlegt mit einer politischen Diskussion, die wir geführt haben. Es gehört, glaube ich, auch einfach der Fairness halber dazu, das nochmal zu sagen. Zum Zeitmanagement, ich habe noch zwei Fragen. Frau Vogelmann vom ZDF, bitte. Frau Ministerin, wissen Sie, woher die positiv Getesteten kommen? Aus welchem Risikogebiet oder Urlaubsgebiet? Gibt es da schon Untersuchungen? Und die Anschlussfrage wäre Quarantäne, wer überprüft es? Wo sind die Leute untergebracht? Also es ist zum einen so, wenn jemand aus dem Risikogebiet kommt, hat er ja die 14 Tage Quarantänepflicht, bis er ein Testergebnis hat, das negativ ist. Das heißt, dass diejenigen, die aus dem Risikogebiet sind, an und für sich in Quarantäne sein dürften. Das ist immer das örtliche Gesundheitsamt, das da hier zuständig ist. Es ist aber auch hier natürlich so, dass das Gesundheitsamt auch ein Stück weit darauf angewiesen ist, dass derjenige sich meldet, weil wir ja natürlich jetzt nicht von jedem Bayern wissen, wo der gerade im Urlaub oder von jedem Bundesbürger wissen, wo der gerade im Urlaub gewesen ist. Deswegen war es ja notwendig gewesen, diese Testpflicht einzuführen, weil diese Quarantänepflicht nicht so stringent durchgeführt werden konnte, wie man sich das vorstellt. Und die Testpflicht haben wir deswegen ja am Flughafen. Das ist auch die Situation, wo wir am konkretesten sein können. Da haben wir ja auch gesagt, bei uns darf niemand, der aus dem Risikoflieger kommt, wenn ich das so sage, aus dem Flieger aus dem Risikogebiet, dass der im Sicherheitsbereich getestet ist. Das ist auch etwas, was der Markus Söder richtigerweise gesagt hat, dass wir da gut drauf achten müssen, dass die nicht einfach durchlaufen, das zum einen. Es ist so, dass auf den Zetteln bei manchen angekreuzt wurde, ob im Risikogebiet oder Ausschluss eben Infektion. Das ist aber sehr unterschiedlich auch hier gehandhabt worden, sodass es schwierig ist, wirklich eine qualifizierte Aussage zu treffen. Wir wollen aber auch gesagt beim Telefonieren nicht nur fragen, woher kommt ihr, sondern nach Möglichkeit vielleicht auch diese Frage mitstellen, wo wart ihr im Urlaub, dass wir hoffen, vielleicht kriegen wir da noch mal einiges. Aber das Wichtige ist, dass wir die Menschen jetzt erreichen. Und deswegen auch bei den Flügen haben wir es leichter. Wissen Sie, was eigentlich das Grundproblem ist? Unser ganzes System hat natürlich in Deutschland einige Schwachstellen. Sind wir ganz ehrlich, die Corona-App, die ich sehr schätze und unterstütze, hat noch nicht die Wirksamkeit erfüllt, die wir uns jetzt im Moment gerade vorstellen. Muss besser werden. Die Frage, ob die Tests, die verpflichtenden Tests aus Risikogebieten rechtzeitig kommen, ist angesichts der Tatsache, dass es ein paar Tage her ist, dass sie eingeführt wurden und ein Großteil der Länder schon wieder in der Schule ist und Ferien hat, zumindest zu stellen. Verstehen Sie? Aber und eigentlich hätten alle Quarantänepflicht. Offenkundig haben sich aber manche nicht dran gehalten. Warum auch schwer? Weil natürlich die Polizei auch nicht hinter jedem herlaufen kann. So. Deswegen ist das immer eine Balance. Ich bin dem Bundesgesundheitsminister dankbar, dass er da ein Antreiber ist. Viele Länderkollegen machen das Gleiche, aber es ist immer wieder eine Abwägung. Wir erhöhen die Strafen bei entsprechenden Verweigerungen. Wir erleben, obwohl die Zahlen steigern, höhere Aggressivität. Ich möchte Ihnen nicht erzählen, was ich täglich auch zugeschickt bekomme an Art von Masken, die verunreinigt sind und Ähnliches mehr, mit wirklich bestimmten Sachen. Das ist einfach im Moment eine sehr, sehr angespannte Realität, obwohl die Mehrheit klares, gutes Empfinden hat. Und unsere Aufgabe muss immer sein, wir haben eine ganz große Zahl von vernünftigen, sehr vernünftigen Menschen bei uns im Land und wir haben einige unvernünftige.
Wir haben es geschafft, dass die Todeszahlen bei uns in Bayern jedenfalls nicht mehr groß ansteigen oder kaum. Das heißt, wir haben es aus den Alten- und Pflegeheimen jedenfalls, so sieht es im Moment aus, weitgehend reduzieren können. Wir spüren es bei sehr jungen Menschen, dass die Zahl dort steigt und dass die Krankheitsbilder differenzierter sind. Corona ist echt fies, man kann es nicht anders sagen. Und es vermittelt auch zunächst den Eindruck, es sei nicht schlimm. Und deswegen versuchen wir halt, die Breite in der Balance zwischen Freiheit und Gesundheit weiterzuhalten. Und deswegen bleibe ich auch dabei, auch wenn andere das jetzt so sehen, zum Beispiel beim Fußball. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, jetzt Bundesligaspiele zu machen oder Konzerte in dem Umfang zu geben, wo uns noch nicht klar ist, wie wir in den Herbst hineinkommen. Da bitte einfach um Verständnis. Das ist nicht, weil wir jemand was nicht gönnen, sondern weil es so schwer ist, das zu ermitteln. Eine Anschlussfrage hätte ich noch. Sie wissen also nicht, woher die Leute kommen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der sich persönlich entschuldigt hat. Es tut ihm persönlich leid, diese Panne. Er sieht aber keinen Fehler bei sich, bei der Staatskanzlei. Zu hoher Druck sei nicht ausgeübt worden. Eine Gesundheitsministerin, die zweimal ihren Rücktritt angeboten hat, aber trotzdem weiterhin im Amt ist. Die Panne hätte es bei der Ausführung nicht in der Strategie gegeben, Paul Ronsheimer. Ist das die richtige Einschätzung des Ministerpräsidenten? Ich denke nein, denn natürlich hat die Strategie gelautet, dass man diese Tests ganz, ganz schnell will. Und das war die Strategie, die von Markus Söder selbst festgelegt wurde. Er wollte es sehr schnell und er sagt ja auch zu Recht, dass es gut ist, wenn man auch dort nur einen Fall erkannt hat. So erklärt er das ja auch. Aber natürlich muss man sagen, dass die Strategie so nicht funktioniert hat. Das ist einmal ganz klar und ich glaube, da kann man auch nicht dran herumreden. Dennoch hat Markus Söder relativ klar gesagt, dass es ihm leid tut. Das waren ungewöhnliche Worte für den bayerischen Ministerpräsidenten. Er hat gleichzeitig aber auch klar gemacht, dass das, was Bayern macht, eben diese Kontrollen, diese Tests, kein anderes Bundesland macht. Also er hat die besondere Rolle Bayerns noch einmal hervorgehoben. Und er hat dann mehrfach darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsministerin ihm ja diesen Rücktritt eben angeboten habe, zweimal sogar, dass er das aber nicht wolle, sondern sich hier, so sagt er, unterhaken will und dass er die Leistung der Gesundheitsministerin nicht wegen dieser einen Panne bewerten will, sondern dass man eben in den vergangenen Monaten sehr eng zusammengearbeitet hat und auch er weiterhin an sie glaubt. Er habe sie dann gefragt, ob sie denn glaubt, dass sie sozusagen das auswetzen kann, dass das nicht wieder passiert, dass sie bereit ist für diesen Job. Dies habe sie bejaht und deswegen wolle er an ihr festhalten. Ich glaube, am Ende zahlt das auf Söders Konto ein. Ich glaube, wenn er gesagt hätte, er will, dass sie zurücktritt oder sie sogar feuert, dann hätte das bedeutet, noch viel klarer, er will die Verantwortung sozusagen von sich weisen. Das hat er auch betont in der Pressekonferenz, dass es ihm da eben wichtig ist, da jetzt auch selbst zu stehen, nachdem es diese Kritik ja gegeben hat, dass er dort nicht selbst genug Farbe bekennt. Und natürlich alle das vor dem Hintergrund der möglichen Kanzlerkandidatur von Markus Söder. Da in diese Richtung gehen auch die meisten Fragen unserer Zuschauer bei YouTube. Was bedeutet diese Panne für mögliche Kanzlerpläne von Markus Söder? Die Panne zeigt, dass Markus Söder fehlbar ist in der Corona-Krise, so wie übrigens alle Politiker fehlbar sind, denn Corona ist unberechenbar, das muss man einmal so klar sagen. Aber Markus Söder ist deswegen besonders fehlbar oder angreifbar, wenn etwas passiert, wenn ihm ein Fehler unterläuft, weil er ebenso häufig mit dem Finger auf andere gezeigt hat, weil er gesagt hat, schaut doch mal nach NRW, da gibt es einen Hotspot, da ist Karneval und dann passierte Tönnies, also insbesondere im Rennen mit Armin Laschet hat er sich immer sehr gefreut, wenn da Fehler passiert sind. Das macht einen Politiker dann in so einer Situation besonders angreifbar. Und nicht nur in der Bevölkerung, sondern natürlich auch in der Union. In der Union und insbesondere bei der CDU, der Schwesterpartei der CSU, wo man ohnehin schon ein bisschen verstimmt war über seinen Auftritt mit Angela Merkel, Herrn Chiemsee. Wir erinnern uns an die Bilder, diese glamourösen Bilder, die ja fast schon wie eine Kanzlerkandidatin
Inszenierung gewirkt haben. Und da haben schon viele in der CDU danach gesagt, was soll das eigentlich, wieso macht er das und was will er wirklich? Also ich glaube schon, das war ein Dämpfer jetzt für Markus Söder. Das kommt jetzt sehr auch darauf an, wie das weitergeht. Gibt es möglicherweise weitere Enthüllungen? Und auch die Frage, die ja unser Bildkollege vor Ort gestellt hat, was ist denn jetzt mit den Infizierten? Denn darauf konnte Markus Söder und seine Gesundheitsministerin, an die Frage dann ging, keine Antwort geben. Also wir wissen immer noch nicht, wie viele Menschen jetzt informiert sind. Wir wissen immer noch nicht, wie viele weitere Menschen diejenigen infiziert haben. Also es kann natürlich passieren, dass dieses Thema, und davon gehe ich aus, in den nächsten Tagen noch weitergeht. Und auf jeden Fall geht es weiter bei uns um 18 Uhr mit Bild Live. Und da werden wir genau diese Fragen auch noch mal stellen. Paul Ronsheimer, ganz herzlichen Dank für deine Analyse. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Pressekonferenz, an dieser Sondersendung zu diesem Paukenschlag aus Bayern, zu dieser Corona-Testpanne, die ja so eine große Auswirkung haben kann auf die Gesundheit der Menschen, ganz speziell der Menschen, die jetzt nach Hause gekommen sind und ja in Ungewissheit schwebten mehrere Tage. Wir haben ganz konkret von Ihnen aus Duisburg gehört und das Ganze hat natürlich auch eine politische Dimension. Mehr dazu, wie gesagt, 18 Uhr bei Bild Live. Bis dahin, ciao.